So, hallo und herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Also wir möchten uns nochmal für die Verspätung hier entschuldigen. Ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich zu der Veranstaltung Kopftuchdebatte, Beschneidungsdebatte, Kirchenprivilegdebatte zum Verhältnis von Staat und Religion aus feministischen Perspektiven. Mein Name ist Simone Habel, ich bin freie Mitarbeiterin im Gunda-Werner-Institut. Die folgende Veranstaltung ist, wie Sie sicher schon festgestellt haben, Teil des Events Dare the Impossible, Wage das Unmögliche, das 21. Jahrhundert feministisch gestalten. Zusammen mit dem Missy-Magazin haben wir vom Gunda-Werner-Institut zu dieser Veranstaltungsreihe eingeladen. Die Veranstaltungsreihe soll die Vielfalt feministischer Forderungen sichtbar machen. Da feministische Kritik und Ideen in der öffentlichen Wahrnehmung vielfach auf sehr wenige Themen reduziert werden. Feminismus heißt dann zum Beispiel Quote oder Vereinbarkeit. Dabei ist Feminismus natürlich eigentlich kein Thema, sondern eine Perspektive. Feminismus oder besser Feminismen bedeuten Kritik an gesellschaftlichen Strukturen, an Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Ausgrenzung. Dabei bleiben Feminismen, was ihnen ja häufig vorgeworfen wird, natürlich nicht bei der Kritik stehen, sondern zeigen auch gesellschaftliche Alternativen auf und formulieren Forderungen. Daher brauchen wir für ganz viele aktuelle Themen und Herausforderungen feministische Antworten, die es auch vielfach schon gibt. Und genau deshalb wollen wir hier mit Dare the Impossible, Wage das Unmögliche, diese feministischen Forderungen und Ideen für das 21. Jahrhundert sichtbar machen. Es geht hier um sehr unterschiedliche Themen. Also es geht zum einen zum Beispiel um aktuell viel diskutierte Themen wie die Situation Geflüchteter in Deutschland oder die Krise in Griechenland. Zum anderen geht es um neue feministische Herausforderungen, wie jetzt zum Beispiel Netzpolitik oder alte feministische Forderungen, wie das Recht auf Abtreibung. Es geht um internationale Themen, wie jetzt zum Beispiel Krieg in Syrien oder die globale Bioökonomie. Und es geht auch um nationale Themen, wie die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Sie sehen also, das ist eine große Vielfalt an Themen, die wir hier feministisch bearbeiten wollen und Forderungen diskutieren und benennen. Dazu haben wir VeranstalterInnen, auch verschiedene KooperationspartnerInnen gewonnen, die jeweils hierzu arbeiten und uns mit ihrer Expertise sehr unterstützt haben. Diese Veranstaltung jetzt, bei der geht es um feministische Forderungen in Bezug auf das Verhältnis von Staat und Religion in Deutschland. Das Thema Religion in Deutschland wird seit einigen Jahren immer wieder prominent diskutiert, aber das fast ausschließlich in Bezug auf nichtchristliche Religionen. Daher wagen wir jetzt heute und hier das Unmögliche, nämlich einen Perspektivwechsel auf die christliche Mehrheitsgesellschaft und auf das Verhältnis von Kirchen und Staat in Deutschland. Wir wollen Debatten über nichtchristliche Religionen wie die Kopftuchdebatte oder die Beschneidungsdebatte kritisch analysieren. Und wir wollen auch verschiedene feministische Perspektiven auf das Verhältnis von Staat und Religion in Deutschland zu Wort kommen lassen. Dabei spielt natürlich auch das kontrovers diskutierte Verhältnis von Feminismen und Religion eine wichtige Rolle. An dieser Stelle möchten wir jetzt noch ganz herzlich allen danken, die es ermöglicht haben, dass diese Veranstaltung zustande kommen kann und ohne die wir das nicht hätten realisieren können. Es sind eigentlich zu viele, um die jetzt alle einzeln zu benennen. Wir möchten jetzt aber an dieser Stelle noch einige Personen spezifisch hervorheben. Das sind zum einen die KollegInnen des Tagungsbüros, die mit sehr viel Engagement dafür sorgen, dass die Veranstaltung in sehr guter Atmosphäre und hier so wohlorganisiert stattfinden kann. Dann ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an Christine Weiz vom Gunda-Werner-Institut für die ganze viele Arbeit hinter den Kulissen und für ihr großes Engagement. Dann auch ganz herzlichen Dank an unsere Podiumsgäste hier, die jetzt gleich nochmal spezifisch vorgestellt werden. Genau, und dann habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise zu machen. Also als erstes, es gibt hier Foto-, Ton- und Filmaufnahmen von Rundfunksendern und von Veröffentlichungen der Heinrich-Böll-Stiftung und ihrer PartnerInnen. Das nur so als Information für Sie. Dann finden Sie auf Ihren Plätzen hoffentlich, ja, ich sehe Sie auch schon, Auswertungsbögen, bei denen wir uns sehr freuen würden, wenn Sie die ausfüllen für uns und damit wir so eine Idee davon haben, was Sie an dem Panel gut fanden und was Sie nicht so gut fanden und dass wir die Veranstaltung gegebenenfalls verbessern können und Ideen haben, wie wir das machen könnten. Und schließlich noch, sollten Sie Fragen organisatorischer Art haben oder anderer Art, dann wenden Sie sich bitte unten an das Infodesk.
Das sind die KollegInnen des Gunda-Werner-Instituts, die Ihnen dann sehr gerne weiterhelfen. So, jetzt werde ich an die ReferentInnen übergeben, von denen ich bitte, dass sie sich einfach einmal kurz vorstellen. Und ja, genau, wer möchte denn beginnen bei Ihnen? Und dann ja, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Also, ja, also jetzt alles ein bisschen improvisiert, weil unsere Moderation im Moment noch nicht da ist, aber kommt gleich noch. Mein Name ist Hanna Zuberi. Ich bin im Moment wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Judaistik hier in Berlin und beschäftige mich viel mit Themen, die so an der Schnittstelle von Talmud-Exegese, also rechtlichen, religiösen Texten und feministischer Theorie und Praxis zu tun haben. Das wäre jetzt irgendwie ein langer Satz. Aber ich gebe weiter an Jasmin. Achso, du hast schon selber. Gut, alles klar. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jasmin Schomann. Ich arbeite im Jüdischen Museum. Ich leite die Akademieprogramme des Jüdischen Museums Berlin. Und dort bauen wir unter anderem ein jüdisch-islamisches Forum auf. Das heißt, wir setzen uns mit religionsphilosophischen und theologischen Fragen auch dort durchaus auseinander. Vor allem eben aus der Minderheitenperspektive, die ja heute hier auch eine Rolle spielen wird. Davor habe ich viele Jahre am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin gearbeitet und dort zum Thema antimuslimischer Rassismus promoviert, was auch eine Relevanz hat im Kontext dieser Debatten, weil antimuslimische Diskurse sehr stark anknüpfen oder sich durch eine Instrumentalisierung egalitärer Argumente auszeichnen. So viel vielleicht erstmal. Mein Name ist Claudia Jansen, ich bin evangelische Theologin, außerplanmäßige Professorin für Neues Testament an der Uni in Marburg und arbeite auf einer halben Stelle im Studienzentrum für Genderfragen in der evangelischen Kirche in Deutschland. Ja, zu mir, ich bin feministische Theologin, habe 2006 die Bibel in gerechter Sprache herausgegeben und das kam mir auch immer die Frage heute, was sind Visionen, also der Gerechtigkeit, das ist der Versuch, eine Bibelübersetzung zu schaffen, im Diskurs mit feministischer Theologie, im christlich-jüdischen Dialog auch wahrzunehmen, die biblischen Texte sind nicht keine christlichen Texte, sondern sind im Kontext des Judentums entstanden und soziale Gerechtigkeit mit in die Übersetzung einzubeziehen. Für meine Grundhaltung zur feministischen Theologie ist, dass sie im interreligiösen Dialog ist. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr beim Kirchentag eine interreligiöse theologische Basisfakultät der Frauen durchgeführt und festgestellt, im Grunde genommen in der Exegese, in der Schriftauslegung, da sind die feministischen Theologinnen der verschiedenen Religionen sich in vielen Stellen sehr nahe. Und ja, es geht eben auch darum, die spezifischen Besonderheiten jeweils wahrzunehmen. Und das haben wir im Vorgespräch auch schon wahrgenommen. Ja, mein Name ist Dorothee Frings und ich bin Hochschullehrerin an der Hochschule Niederrhein an einem Fachbereich für Sozialwesen und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig als Juristin mit dem Migrationsrecht und dem Sozialrecht und den besonderen Rechten für Frauen und Diskriminierungsfragen. Und in diesem Zusammenhang beschäftige ich mich vor allen Dingen mit der Diskriminierung auch von religiösen Minderheiten in Deutschland. Insbesondere also habe ich dort Expertisen gemacht zu der Frage der Diskriminierung von Musliminnen unter dem Aspekt religiöser, aber auch geschlechtlicher und ethnischer Diskriminierung, wenn man das so sagen will. Und von daher habe ich Lust dazu, hier mit zu diskutieren zu der Frage, wie stellt sich der Staat und die Region so auf, dass wir zu einer Gesellschaft kommen, die in möglichst geringem Umfang die einzelnen Menschen geschlechtlich oder religiös diskriminiert. Ihr habt doch da die erste Frage und wollt doch gleich da was zu sagen, oder? Ich glaube, wir machen das mal ohne Moderatorin. Das ist jetzt die Premiere für mich zumindest des selbstmoderierten, der selbstmoderierten Podiumsdiskussion. Das kriegen wir hin.
Moment. Genau, aber ja, das schaffen wir schon. Also wir haben im Vorfeld Fragen bekommen und ich würde sagen, die erste Frage ist auch eine, die wir gut, denke ich, mit der wir gut andiskutieren können. Es ging erstmal ganz allgemein darum, was wird eigentlich in Deutschland, welche Themen werden öffentlich debattiert in Bezug auf dieses Oberthema Verhältnis Staat und Religion? Was wird prominent vor allem diskutiert und was wird ausgelassen? Was sind so die blinden Flecken? Und ja, wieder dazu. Also ein Grundparadigma, über das wir vorhin ja auch schon gesprochen hatten, auf dem das Verhältnis Staat-Religion oder überhaupt Religion immer diskutiert wird, ist, glaube ich, die Art und Weise, also der Kontext, in dem das Ganze immer passiert. Und zwar ist, glaube ich, so die Grundvorstellung immer, dass wir so eine neutrale Fläche sind, also so ein Wir. Und wir betrachten jetzt Religion als Objekt, das wir von außen irgendwie sezieren können, und zwar nach unseren eigenen Deutungsmustern und nach unseren eigenen Vorstellungen. Also wir gucken so von oben herab, das ist Religion, das ist Islam, das ist Judentum, und was davon, je nachdem, wie wir das verstehen, also entsprechend unserer eigenen kulturellen Prägung, gucken wir, passt uns das nicht, was ist problematisch, was ist nicht problematisch, da ist das Kopftuch ganz problematisch, Beschneidung ganz furchtbar, und ranken das dann so ein bisschen nach, was passt in unsere Wertegemeinschaft, was passt nicht. Das ist immer so das Grundparadigma, mit dem wir auf Religion als Objekt von außen halt immer drauf gucken. Vielleicht kann ich da gleich anknüpfen, weil dadurch, dass wir eben eine etwas verlängerte Phase hatten, wo wir uns kennenlernen konnten im mittleren Raum, haben wir einfach leider schon sozusagen auch bestimmte Themen andiskutiert. Aber eine Frage, die sich stellte, ist, gibt es eigentlich das, was eine Kollegin von mir mal so bezeichnet hat, das Wasser, in dem wir schwimmen, das uns unsichtbar bleibt, ist das, Frau Dernbach, kommen Sie, danke. Muss mich bei allen hier entschuldigen, so eine Peinlichkeit ist mir seit Jahrzehnten nicht mehr passiert. Also ich finde es wunderbar, wie wunderbar das hier zu laufen scheint. Ich würde auch sagen, ich halte mich jetzt erstmal still zurück und nehme das Mikrofon nachher. Kommen Sie erstmal in Ruhe an, genau, atmen Sie durch. Ich habe nämlich tatsächlich sozusagen eine Frage, die ich dann auch an Frau Jansen gerne weiterreichen wollte, weil wir nämlich über die Frage gesprochen haben, unter welchen Voraussetzungen, also was sind eigentlich sozusagen, was wird eigentlich debattiert und wo sind wir vielleicht, sind wir auch ein Stück weit blind oder was sind die Auslassungen? Und ein Stichwort war die Vorstellung einer Neutralität in Bezug auf Religion und Religion als etwas sozusagen davon Außenstehendes. Und wenn wir jetzt das nochmal zuspitzen, vielleicht auf einen Rahmen, innerhalb dessen eben das Thema Verhältnis Staat und Religion oft diskutiert wird, dann heißt es ja oft, oder es gibt sozusagen eine Position, die eben eine säkulare Vorstellung verteidigt mit der Prämisse Religion als etwas, was durchaus einen Platz hat, aber eben zu Hause. Das ist das sozusagen die Trennung zwischen Öffentlichem und Privatem und Religion als eben etwa eine Privatsache. Und ich habe mich gefragt, oder das sozusagen die Frage stell ich mir seit einiger Zeit auch mit einigen Kolleginnen und Kollegen, inwieweit solchen Säkularismusvorstellungen eigentlich ein ganz spezifisches Religionsverständnis eingeschrieben ist, und zwar ein protestantisches, was Religion als etwas, was einen inneren Glauben begreift, etwas, was man sozusagen eher ja innen fühlt, als dass man es tut, und was sozusagen von ja, vielleicht darf ich das noch ausführen, bevor Sie das sozusagen gleich als Quatsch abqualifizieren, aber die Frage ist, ob sich aus so einem Verständnis
ob sich aus so einem Verständnis nicht eine besondere Herausforderung ergibt, besonders für Religionen, die sich durch das, was man vielleicht als Orthopraxie, also durch das Tun, durch Handlung, durch vor allem auch rituelle Handlung und so weiter definieren. Das heißt spezifisch eben fürs Judentum und für den Islam. Und da hätte ich als Sie eben als protestantische Theologin die Frage, würden Sie da mitgehen oder was denken Sie darüber, über diese These? Also ich würde... Wir sind da, glaube ich, ganz eng beieinander eine Frage stellen, ob es eine Neutralität der Werte gibt in dieser Gesellschaft und ob das nicht eine Verschleierung ist der kulturellen, des Gewachsenseins, auch der Traditionen, die im Blick zu nehmen. Vielleicht können wir das wirklich an der Kopftuchdebatte machen. Wenn gesagt wird, keine religiösen Symbole in die Öffentlichkeit, dann definieren wir ja schon ein Kopftuch als ein Symbol oder eine Kippa als Symbol oder ein Kreuz als Symbol. Und ich kann jetzt sagen, als feministische, evangelische Theologin, ich trage niemals freiwillig ein Kreuz. Also aus meiner Kreuzestheologie-Kritik ist das für mich ein Folterinstrument, das möglicherweise eine symbolische Aufladung in den späteren Jahrhunderten hatte. Das würde ich vielleicht tragen, wenn ich Bischöfin wäre oder einer Person gegenüberstehe, die Frauenordination in Frage stellt. Aber das ist für mich kein Bestandteil meiner religiösen Identität oder meiner Persönlichkeit, die ich habe. Und das ist etwas anderes, wenn mir jemand das Kreuz in der Öffentlichkeit verbietet, dass ich es umhänge, oder ob ich einer Muslima, zu deren Persönlichkeit ist gehört oder Identität, ein Kopftuch zu tragen. Und da sehe ich, aha, es gibt keine Neutralität, sondern vorausgesetzt ist ein spezifisch christlich gewachsenes kulturelles Verständnis, was ist privat und was ist öffentlich. Vielleicht können Sie als Juristin da ja, auch noch drauf Bezug insofern ist es ganz interessant, weil die juristische Perspektive sieht, das fängt damit an, dass die Juristen definieren ja gerne Begriffe. Nur wenn es um die Religion geht, da sind sich eigentlich alle einig. Keine Definition. Definitionen sind verboten, wenn es um Religion geht. Ja? Weil hier ist sozusagen der Kern der Religion ist der Glaube und damit der Glaube, der eine Identität ausmacht und der wird selbst definiert. Von dem jeweiligen Träger. Wenn man dann genauer guckt, fangen sie natürlich dann irgendwann doch an mit Plausibilität und so weiter. Ja? Also sozusagen ganz alleine darf ich dann meine Religion doch wieder irgendwie nicht definieren. Sie wollen dann schon gucken, ob man das irgendwas zuordnen kann. Und da gibt es dann auch diese Unstimmigkeit, nur man sieht, dass die Juristen auch ihre Probleme damit haben, dass sie im Grunde genommen zwar eigentlich nicht die Außenschau auf die Religion machen wollen, aber letztendlich ja doch in eine Bewertung und in Bewertungskategorien kommen und dann fangen sie doch wieder damit an und machen das. Und da schleichen sich dann natürlich solche Sachen ein und sie schleichen sich sehr, sehr, sehr leicht ein, weil der Grundgedanke oder der Gedanke, an dem man es zumindest mal versuchen kann, ein bisschen aufzuknüpfen, ist eben tatsächlich zu sagen, wir machen nicht eine Bewertung, was man aus religiösen Dingen tun darf oder nicht tun darf, sondern wir machen es erst ganz weit auf und sagt alles. Ja? Missionieren, überzeugen, gegen alle Regeln, Ordnung und so weiter verstoßen. All das ist erstmal Religion. Ja? Und das alles ist erst einmal als Religion geschützt. Und dann können wir die Grenzen nur daraus bestimmen, dass wir das in ein Verhältnis setzen zu anderen Rechten. Also eben die Juristen sagen dann, andere Rechte Einzelner und die Funktionsfähigkeit von Institutionen. Das sind sozusagen die beiden Grenzen und die beiden Schwellen, an denen ich es messen muss. Aber für mich ist das ganz Entscheidende dabei, nicht etwas vorab festzulegen, sondern zu sagen, es muss immer wieder und immer wieder neu und immer wieder individuell austariert werden. Nur so können wir uns dem nähern, ernst zu nehmen, in welcher Religion welche Identität findet. Und sind nicht davor gewahrt, dass wir die eigene immer dazu benutzen. Aber indem wir uns ständig in die Auseinandersetzung begeben, sehe ich die einzige Chance, wie wir uns dem nähern können. Ich gerade aus dem Mustopf komme, also von draußen. Dennoch, was ich eben gehört habe, die Vorsicht, die Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen da unterstellen,
Juristen, Juristinnen, im Definieren dessen, was Religion ist, funktioniert ja offensichtlich nicht für den Islam. Also da ist die Weite ja nicht so groß. Da wird eben ganz viel festgelegt und nicht gesagt, es ist alles Religion und deswegen dürfen wir das im Grunde nicht berühren und nur dann, wenn es andere Rechte berührt, dann schon. Okay, da muss man natürlich differenzieren. Juristen sind Juristen und Juristinnen sind ganz normale Menschen und lassen sich halt auch leiten von all den Stereotypen und Vorurteilen, die es sonst auch in der Gesellschaft gibt. Aber wir haben natürlich, ich rede praktisch nur über das Verfassungsrecht. Also das muss man ganz klar sagen. Also ich rede nur darüber, was wir auf der Ebene finden, wie wir uns verfassungsrechtlich damit auseinandersetzen. Und da muss man schon sagen, dass es vom Grundsatz her durchaus seit langem diese Klarheit gibt, die natürlich dann von vielen so umgekehrt wird. Wir haben die ganzen Kopftuchurteile gehabt, wo mit den aberwitzigsten Schlenkern bis hin dazu, dass das Kreuz zu einem Symbol des Judentums gemacht wurde. Auch das findet sich in einer wunderbaren Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Baden-Württemberg, an dem man natürlich sieht, was für Eskapaden das dann im Einzelfall nehmen kann, wenn Juristen verzweifelt versuchen, das christliche Abendland zu retten. Ja, aber das ist dann eher für mich eine politische Intention und nicht mehr geboren aus einem Grundverständnis der Religionsfreiheit aus der Verfassung. Aber vielleicht müssen wir, wenn wir nochmal darum fragen, wie kommt es eigentlich zustande, diese Urteile, auch nochmal zu unterscheiden, wir sind ja kein laizistischer Staat, wie Frankreich gesagt, das hat alles nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, sondern wir sind ein säkularer Rechtsstaat, der Religionsfreiheit schaffen will. Und jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, was ist Freiheit? Und so habe ich das verstanden, dass sie sagte, Kopftuch ist keine Freiheit, sondern Unterdrückung. Und das ist ja das Interessante, warum wird das am Kopftuch festgemacht, dass das Unterdrückung ist? Wozu wird das benutzt? So habe ich die Grundfrage verstanden. Warum wird genau das herausgegriffen? Ja. Ich möchte kurz einhaken, auch noch zu dem, was Sie vorhin gesagt hatten. Was darf man aus religiösen Gründen tun und was nicht? Jetzt müssen wir dann auch gucken, okay, was bedeutet das aus religiösen Gründen? Was wird wahrgenommen als aus religiösen Gründen gemacht? Die meisten Leute zum Beispiel, jetzt mal ein praktisches Beispiel, tragen wahrscheinlich kein Kopftuch oder beschneiden ihre Kinder nicht und würden nicht behaupten, dass sie das nicht tun aus religiösen Gründen, sondern sie tun das nicht, weil das halt einfach normal ist, weil man das halt einfach nicht macht, weil das halt so ist. Weil das ist unsere Wertegemeinschaft. Aber natürlich ist diese Entscheidung, nicht Kopftuch zu tragen oder nicht das Kind zu beschneiden oder was weiß ich, den Weihnachtsbaum aufzustellen, natürlich gewachsen, historisch, kulturell, aus einer bestimmten Kultur und aus bestimmten Prämissen, die eben nicht universal sind, die so in Judentum und Islam zum Beispiel nicht funktionieren. Ja? Das heißt, die ganze Gesprächssituation von Neutralität und was ist Religion und was nicht, funktioniert hier irgendwie nicht, ne? Weil die dazu führt, dass wir denken, oder dass ja zu der Grundidee, okay, alles, was irgendwie muslimisch konnotiert ist, ist Religion. Kopftuch ist immer Religion. Alles, was Judentum ist, das ist meistens Kultur, bis auf Beschneidung, das war dann plötzlich Religion. So ein bisschen gestört. Und das, was wir so machen, das ist neutrale Werte. Und da haut was nicht hin. Also, wenn wir jetzt bei der Kopftuchdebatte und der juristischen Seite sind, ich weiß nicht, inwieweit wir die wiederholen wollen, darüber ist ja nun schon wirklich viel auch diskutiert worden, aber ein Argument finde ich schon nochmal ganz interessant, weil Sie jetzt gerade sagten, es geht ja darum, das Kopftuch ist dann ein Zeichen der Unterdrückung und deswegen wird das dann zum Beispiel bei der Lehrerin nicht erlaubt. So ist ja nicht die juristische Begründung gewesen. Genau, so war ja nicht. Ja. Deswegen sage ich ja, dass ich das gerne. Wir haben eine Mitdiskutantin. Ganz kurz die Bemerkung, dass bei dem Thema ich bin sowieso immer dafür, das Publikum einzubeziehen. Das müssen wir sicher machen. Ich würde nur jetzt bitten, dass wir jetzt einfach erstmal hier vorne. Zumal es genau das war, was ich jetzt sozusagen
worauf ich hinaus wollte, dass das ja nicht das Argument war juristisch, sondern das Argument war die Neutralität des Staates, dass in dem Moment, wo eine Lehrerin, die als Beamtin sozusagen den Staat dann verkörpert, ein religiöses Symbol trägt. Und es gab, ne, wir wissen damals sozusagen Entscheidungen oder die sich halt eben auf 8 Bundesländer auswirkten, die damals das Bundesverfassungsgericht, als es entschieden hatte, eben am Fall von Ferrestaludin, dass die Länder das klären müssen. 8 Bundesländer haben Gesetze erlassen, sogenannte in Berlin heißt es das Neutralitätsgesetz. 4 dieser Bundesländer privilegieren aber explizit das Christentum in manchen Fällen, um Zusatz jüdisch noch ergänzt, als eben, ja, weil es dann doch unserer christlichen Kultur zugehörig ist, werden die ausgenommen von dieser Regelung. Ich will aber darauf hinaus, dass selbst in diesen 4 Ländern, die formal eine Gleichheit sozusagen, also alle religiösen Symbole verbieten. Ich will nochmal auf meine sozusagen Ausgangsfrage, die wie gesagt von meiner Kollegin Shirin Amir Moazami stammt, die diese Frage aufgeworfen hat, inwieweit gibt es eine unsichtbare Folie, die als Hintergrund fungiert, die Europa und den verschiedenen sozusagen auch in Europa gewachsenen Vorstellungen auch von Säkularismus eingeschrieben ist. Das nämlich eine Regelung, und da sind Sie sozusagen die Experten, was das Antidiskriminierungsrecht angeht, eine Regelung, die formal für alle gilt, nicht automatisch sozusagen neutral ist oder gerecht ist, weil sie unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Und darauf will ich nochmal zurück, ob nicht sozusagen solchen Vorstellung, also abgesehen davon, dass es in Berlin eine sogenannte Ausnahme für die Halskettenregelung gibt, also ein dezentes kleines Kreuz um den Hals kann ich durchaus auch tragen, auch in Berlin, wo wir sozusagen das Neutralitätsgesetz haben. Ich will nur sagen, dass am Ende natürlich sozusagen die Religionsgemeinschaften, die sich durch bestimmte Vorschriften, was eben rituelle Handlungen, Kleidungsvorschriften, Speisegebote und so weiter, also die sich durch ein bestimmtes Tun definieren, vor ganz anderen Herausforderungen stehen, wenn bestimmte Dinge sozusagen verboten sind, die sehr kompatibel sind, und das meine ich halt eben mit dieser unsichtbaren Folie, sehr kompatibel sind mit einem christlichen und vielleicht spezifisch protestantischen Religionsverständnis. Das ist sozusagen die Frage, auf die ich nochmal hinaus wollte. Haben Sie ehrlich gedacht, ich habe Sie beantwortet schon, zu sagen, ich glaube, es stimmt. Aber ich kann nochmal sagen, was ist denn nötig zu sagen, also auch ein Stück, was ich denn auch erlebe gleichzeitig in dieser Säkularismusdebatte, dass da auch keine Auseinandersetzung stattfindet. Ich werde ja auch nicht gefragt, wie funktioniert das Christentum, was sind christliche Traditionen, wie sind die, ich bin genau konfrontiert als Theologin, gesagt wird, warum bist du denn noch religiös, ist das denn überhaupt vernünftig und so weiter. Dass das so eine ganz merkwürdige, ich nehme es als Doppeldiskussion wahr. Einerseits wird es als neutral wahrgenommen und gar nicht religiös, aber religiös wird abgelehnt aus einer säkularen Perspektive und es ist auch kaum eine Kenntnis da. Im Zweifelsfall muss ich noch was zum Papst sagen. Also oder zu Dingen, also im Grunde genommen, wenn wir an dieser Diskussion weiter sind, zu sagen, es geht darum, einerseits das Spezifische einer Religion wahrzunehmen, aber auch das Spezifische des Christentums oder evangelischer oder katholischer Theologie klar zu bekommen, um auch ein Stück die eigenen Traditionen wahrzunehmen und diese sogenannte Neutralitätsdebatte auch ein Stück als eine gewachsene kulturelle Debatte zu entschleiern. Und da sind wir im Grunde genommen an einem gemeinsamen Punkt zu sagen, das, was uns ja verbindet, ist der Wunsch nach Religionsfreiheit, aber der muss so differenziert sein, dass nicht eine Religion definiert, was Freiheit ist. Könnte das nicht vielleicht sowieso ein positives Ergebnis dieser teils sehr aggressiven Auseinandersetzung um den Islam, um das Kopftuch und dergleichen mehr, auch um Islamismus, um Terror, die ganzen Stichworte kennen wir ja, sein, dass man sich auch dieser eigenen Tradition vielleicht doch wieder mehr bewusst wird? Oder würden Sie sagen, das hat eigentlich nichts verändert? Ich erlebe, dass je mehr, also ein Stück zum sozusagen Anti-Islamismus oder Anti-Judaismus gehört ist, die anderen Religionen nicht zu kennen und auch die eigene Religion nicht zu kennen. Und das Spannende ist, im Grunde genommen wäre meine Forderung, um eine Neutralität wirklich zu haben oder eine Religionsfreiheit, die allen gerecht wird, dass die Religionsgemeinschaften gefördert werden, dass Religionsunterricht gegeben wird, dass der staatlich gefördert wird, um auch eine Kenntnis der eigenen Traditionen endlich zu haben, um gesprächsfähig zu sein oder auch in einen echten Dialog zu gehen mit den anderen Religionen. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch machen in Kenntnis oder Unkenntnis über die jüdische Religion? Soweit Sie überhaupt damit Kontakt haben als Wissenschaftlerin?
Also mein Eindruck ist, dass Judentum oft gar nicht als Religion in der Mehrheitsgesellschaft in dem, also analog zu Islam wahrgenommen wird, sondern immer eher als, naja, natürlich in Bezug auf den Holocaust auf der einen Seite, aber eben auch einfach als Teil des Wirs, als Teil des, naja, sogenannten christlich-jüdischen Abendlandes. Und also die ganze Art und Weise, wie wir Judentum verstehen, ist immer so ein bisschen durch die christlichen, mehrheitsgesellschaftlichen Linsen automatisch. Und wenn ich dann mal so zitiere, was so, weiß was ich, in dem Journal der orthodoxen Rabbinerkonferenz so drin steht oder solche Sachen. Oder wenn man die Leute eben mit so Sachen wie Beschneidung und so konfrontiert. Oder in dem Moment damals 2012, als das eben in breiter Masse aufkam, war plötzlich dann so ein Erwachen, ja, wir sind Erwachen, oder ein Bewusstsein plötzlich da, das ist was anderes. Also Judentum kann tatsächlich auch verschleiert daherkommen und eine Parallelgesellschaft sein. Aber das ist in der Regel im Mainstream oft eben nicht so, weil natürlich sehr gerne auch immer Deutschland als das neue Paradies für Juden und so weiter gehypt wird oder verkauft wird. Ja. Haben wir da nicht auch ein demokratisches Defizit? Das wäre eine Frage an alle. Also auch ein Mangel an Wissen darüber, wie unser Staat eigentlich ist. Also ich erlebe das immer in meiner Leserpost. Wir haben hier, ich habe ständig Leute, die sagen eben genau diese sagen, Staat und Kirche, das hat nichts miteinander zu tun und dies ist ein säkularer Staat, wo die Kirchen einfach ihre Gottesdienste abhalten. Das ist natürlich, historisch gesehen ist das natürlich zunächst mal Unfug, ne? Das ist ganz klar. Wir haben ein Zwischenmodell. Das ist auch klar. Wir haben genau, wir sind sozusagen genau in der Mitte zwischen der Staatskirche und dem Laizismus. Das hat zwei Komponenten. Die eine Komponente ist tatsächlich die, dass wir in der Realität eine starke Förderung von Kirchen haben, auf allen Ebenen. Ja, über Gelder und Strukturen und alle diese Dinge. Wir haben die Finanzierung von Religionslehrern und von Hochschulen und von kirchlichen Institutionen jedweder Art. Wir haben aber auch, das darf man auch nicht vergessen, eine ganz, ganz starke Herausbildung dieser Struktur unseres Sozialstaats, der darauf basiert, dass kirchliche Institutionen Sozial- und Gesundheitsaufgaben übernehmen. Die ist einmalig eigentlich in Deutschland. Also von daher kann man sehen, es gibt eine ganz enge Verknüpfung. Sorry. Die andere Seite aber, die darf man tatsächlich nicht vergessen, ist, dass dieses Modell einen anderen Neutralitätsbegriff hat. Ich benutze ihn gar nicht gerne als Neutralitätsbegriff, weil Neutralität etwas suggeriert, was wir gar nicht haben, was wir vom Grundverständnis nicht haben. Wir haben vom Grundverständnis, und das ist sozusagen das, wofür unsere Verfassung offen ist, und dafür verteidige ich sogar sie auch. Ja, weil diese Verfassung ist offen dafür, zu sagen, wir leben in einer Welt und in einer Gesellschaft und in einer Gemeinschaft von Vielfältigkeit. Und die Aufgabe des Staates ist es, alle Regionen zu fördern, zu unterstützen und sozusagen Wachstum von auch Religiösem in diesem Staat bewusst zu wollen und zu fördern. Das einzige Neutrale dabei, und das ist eben deswegen ist der Begriff so schlecht, es geht darum, sie gleichermaßen. Was gleichermaßen heißt, müssen wir erst austarieren. Weil gleichermaßen heißt nach gleichen Kriterien. Die Kriterien müssen wir erst festlegen. Die müssen wir aushandeln. Die stehen nicht von vornherein fest. Das ist ein Satz, der einigermaßen provozierend ist. Der Staat sollte Religion fördern. Ja, gleichermaßen ist dann was anderes. Besteht da hier Konsens auf dem Podium? Ich bin sicher, dass wir hier keinen haben, aber das werden wir nachher abfragen. Also ich meine, es ist ja nicht nur die Neutralität oder diese sozusagen Neutralität soll sich in Bezug auf Religion und weltanschaulicher Vielfalt, was ja auch das dezidierte sozusagen Nichtbekenntnis gleichermaßen fördern. Also sagen wir mal, der Platz, ich weiß nicht, ob ich von Förderung sprechen würde, aber der Platz, also oder die Neutralität wäre dann gewahrt, wenn gleichermaßen eben die Religion wie auch natürlich eben die Ablehnung des Glaubens oder der
verschiedenen Religionen, keine Position favorisiert würde. So, und das ist die Frage, ist es im Moment so, dass keine der Position favorisiert wird, beziehungsweise wie argumentieren denn die, die dann halt eben religionskritisch bis religionsfeindlich sich vielleicht positionieren? Und vor allem, das fände ich jetzt dann nochmal die spannende Frage, die wir vielleicht auch so, womit wir das nochmal erweitern können, wie, das finde ich ist ja eine legitime, völlig legitime Position, religionskritisch bis religionsfeindlich, und wie argumentiere ich dann aber, wenn ich nicht diese Diskussion in einem machtfreien Raum führe, sondern wenn ich dann mit in Betracht ziehen muss, dass es sowas wie Minderheiten und Mehrheiten gibt, dass es sowas wie hegemoniale Positionen gibt und dass es sowas wie Minoritäten gibt, die vielleicht nochmal eine andere Verletzlichkeit auch haben in diesen Debatten und einer gewissen Asymmetrie ausgesetzt sind in dieser Debatte. Das fände ich jetzt die Frage, die ja dann spannend ist, wenn es darum geht, wie kann denn das dann aussehen? Oder andersrum gefragt, kann ich als aus einer jetzt beispielsweise feministischen Position, wenn ich das Kopftuch ablehne, mit allen Begründungen, die dafür existieren, das finde ich legitim, dass das sozusagen als eine absolute Nicht-Nachvollziehbarkeit, Ablehnung des Kopftuchs, ich trage selbst keins, damit habe ich sozusagen schon ein Statement, dass ich das jetzt sozusagen nicht favorisiere, aber kann ich diese Diskussion führen und ignorieren, dass es einen massiven antimuslimischen Rassismus und eine Diskriminierung gibt, insbesondere dann Kopftuch tragender Frauen, weil sie die sichtbarsten Trägerinnen sozusagen dieser Identität sind. Das ist für mich die spannende Frage, beziehungsweise eine, wo sich dann für mich messen lässt, ob das wirklich was Emanzipatorisches ist oder ob es etwas ist, wo der sozusagen Feminismus oder der Sexismus als Hauptwiderspruch gesehen wird und Rassismus ist dann halt eben mal irgendwie, kommt dann irgendwann mal, wenn überhaupt, an irgendeiner Stelle. Das ist für mich nicht kein emanzipativer Ansatz. Ja, zu der Möglichkeit, überhaupt diesen sozusagen protestantischen Bezugsrahmen zu verlassen, so als ob wir in so einem machtfreien Raum wären. Wenn wir uns diese Kopftuchdebatte der letzten, 10 Jahre oder so angucken, war zum Beispiel die Dividing Line immer zwischen auf der einen Seite die Frauen keinen Kopftuch haben und auf der anderen Seite die Frauen, die Kopftuch haben. Und auf der einen Seite, also bei denen, die kein Kopftuch haben, war dann so die Idee, oder nicht ausgesprochen natürlich, die unsichtbare Folie wieder, wir sind hier Individuen und wir können unsere Identität individuell ausdrücken durch, Kleidung, Frisur, sonst was. Und das Kopftuchmädchen, das ist aber so ein Block. Das ist so ein Ding. Das ist die Gruppe, die Kopftuchträgerin. So bumm. Als ob es das auf der anderen Seite der Kopftuchträgerin nicht auch 100.000 unterschiedliche Individuen gibt und unterschiedliche Arten, das Kopftuch zu tragen, die wiederum für ganz spezifische, auch individuelle Identitäten stehen. Genauso wie unterschiedliche Frisuren ja auch. Also ob ich jetzt irgendwie ein Iro habe oder was, sagt ja was, ne? Und genauso das Kopftuch eben auch. Also je nachdem, wie man das bindet, ob man den Haaransatz sieht oder nicht und diese ganzen interessanten Debatten, die es gibt, die stehen aber auch genauso für irgendwie eine individuelle Identität. Und das ist was im Diskurs zum Beispiel komplett nie auftauchte. Einfach weil von vornherein klar war, wir sprechen jetzt hier über das Kopftuch. Das ist unser Objekt jetzt hier. Und das ist einfach nur Frau mit irgendwas auf Kopf. Also whatever. Und wir gehen zum Friseur und haben unterschiedliche Frisuren und die hat irgendwas auf dem Kopf. Also das ist jetzt ganz total platt jetzt. Das Wir war wohl das Problem. Das Wir, genau. Ja, das genau. Wir hat sich schon vordefiniert. Genau, das genau. War das Schloss, das die Kopftuchträgerin genau. Ich würde gerne noch mal sagen, auf welcher Ebene wir diskutieren. Was soll der Staat fördern? Sozusagen, vielleicht einen Schritt zurück zu sagen, wenn ich sage, was gehört für mich zum guten Leben oder für viele Menschen, die ich kenne, da gehört auch Sinnsuche dazu. Für die meisten oder viele religiös, aber es gibt auch Menschen, die das nicht religiös definieren. Und ich finde, beides muss gefördert werden. Für viele gehört religiöse Sinnsuche auch, dazu gehört auch, sich einer Gemeinschaft einzuordnen oder unterzuordnen. Da kann ich manche Dinge auch ablehnen oder befürworten. Ob
was dazu gehört äußerlich. Da sind wir auf der individuellen Ebene. Und da sind wir in Herrschaftsdiskursen. Und da stimme ich auch absolut zu, dass du gesagt wird, was wir als neutral formulieren, es gibt keine Neutralität in religiösen Fragen. Das ist geprägt und gewachsen. Jetzt kann ich sagen, gut, wie verhält sich denn ein Staat? Wie kann ich das fördern? Ich sehe auf der anderen Seite, was die Alternative ist, wenn man sagt, okay, das ist, wird gar nicht staatlich gefördert und so weiter. Ich sehe, ich bin evangelische Theologin, evangelische Hochschulen, Gender Studies, feministische Theologie gibt es nur aufgrund von Staatskirchenverträgen. Gut ausgebildete Religionslehrerinnen, die historisch kritisch die biblischen Schriften analysieren. Das ist evangelisch, katholisch, aber auch in den anderen Religionsgemeinschaften. Das funktioniert alles nur, weil das staatlich gefördert ist. Wenn wir, ich sehe, man muss in die USA gucken oder in andere Bereiche, andere Länder. Wenn das nur aus sozusagen von denjenigen, die dafür Geld geben, ist, dann sind wir in fundamentalistisch evangelischen, evangelikalen Bibelauslegungszusammenhängen. Also da sehe ich das auch als etwas ganz Positives, dass der Staat eine bestimmte Form von Religiosität und Ausbildung in der Religiosität fördert. Also, und in diesem Zwiespalt sind wir. Wo ist sozusagen, bewegen wir uns in Herrschaftsdiskursen und was brauchen wir? Oder wenn gesagt wird, naja, Religion ist Privatsache und wenn man die ganze Religion aus allem rauslässt, sind wir friedlicher. Der Osten, Sachsen, ist eins der säkularsten Regionen, die es überhaupt gibt. Also, und da nochmal zu gucken, ja, welche Rolle haben religiös geprägte Menschen auch in interreligiösen oder in rassistischen Diskursen? Und da sind wir, das ist nicht einfach zu beantworten, aber um sozusagen die Facetten der Aufgabe des Staates in Bezug auf Religion auszutarieren, müssen wir diese ganzen Dinge irgendwie komplex zusammendenken. Also mir ist dieser Ansatz wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir sind natürlich sozusagen auch wir Juristinnen, wir befinden uns noch am Anfang dieser ganzen Debatte, wir sind sozusagen erst eingestiegen ins 21. Jahrhundert, aber ich finde eben, vom Urteil Lodin bis zum Urteil 2015 hat der Feminismus einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht in dieser Frage, weil es sehr deutlich geworden ist, ich will das jetzt nicht im Einzelnen analysieren, dass wir hier schon mal ganz, dass wir eben wirklich diesen Fördergedanken ernst nehmen müssen. Das ist noch Programm. Das ist natürlich nicht umgesetzt. Und da haben wir natürlich die ganzen Juristen noch, die versuchen, dieses immer wieder zu umgehen, weil das so schmerzhaft ist, das auszuhalten, zu sagen, tatsächlich, wir nehmen alle Religionen gleich ernst und natürlich die Nichtreligionen auch. Das ist ganz klar. Das ist immer dazu. Bei mir ist es so selbstverständlich, weil ich selbst nicht religiös bin, dass ich das natürlich für mich auch reklamiere, genauso ernst genommen zu werden. Aber es stimmt eben einfach, dass wenn wir nicht fördern, dann überlassen wir es absolut dem Selbstlauf. Und es ist wichtig, weil wir haben dominante Religionen, und wir haben andere. Und die anderen fühlen sich auch herabgesetzt, weil ihre Identität nicht ernst genommen wird und weil sie sich nicht richtig ins Spiel bringen können. Religion ist ein wesentliches Element für die Identität von Menschen. Das ist der Ausgangspunkt. Diese individuelle. Und daraus heraus sollen sie sich zusammenschließen. Und diese Zusammenschlüsse müssen geschützt werden. Und dann muss man noch mal sehen, das finde ich ganz wichtig, das Anknüpfen zu sagen, Religionen und Individuen sind veränderungsfähig. Also die evangelische Kirche, wenn ich mir die letzten Jahrzehnte angucke, hat ungeheuer viel aus dem christlich-jüdischen Dialog gelernt, was das eigene Selbstverständnis zur Definition von christlicher Identität angeht. Und in den letzten 10 Jahren hat die Kirche oder haben auch die feministischen Theologinnen sehr viel aus dem Trialog gelernt, aus dem christlich-muslimisch-jüdischen Dialog und in anderen Dimensionen oder aus dem internationalen Dialog. Wir sind auch in wandelbaren Prozessen. Und das finde ich nochmal wichtig zu sagen, natürlich, wir sind in den Herrschaftsdiskursen und das ist auch sozusagen für mich als diejenige, die einer Dominanzkultur angehört, eine ganz schwierige Rolle. Und ich merke aber, wie viel ich lerne von dem Gespräch. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir hier interreligiös das diskutieren und zu merken, es ist, wir sind immer noch nicht so weit, wie es eigentlich sein müsste. Vielleicht nochmal einen Hinweis. Schauen Sie mal die Türkei heute, was der Laizismus dort angerichtet hat. Das wäre alles nicht nötig gewesen. Die strikte Trennung von Kirche und Staat in der Türkei hat viele Menschen zurückgestoßen. Sie hat sie in einen Abseits gebracht, sie hat sie in ihrer religiösen Identität, haben sie sich nicht ernst genommen gefühlt. Und das ist die Folie und die Basis und die Grundlage dafür, dass heute mit auf dieser Schiene der Religiosität ein solcher Nationalismus betrieben werden kann.
Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass der Laizismus der Türkei ein bisschen ähnlich wie der auch der Frankreichs, sagen wir, dieses schöne Etikett trägt. Aber de facto müssen die Franzosen immer wieder ihre Rechnung mit einem dominanten Katholizismus, vielleicht nicht mehr so sehr wie früher, aber es war lange so, machen, genauso wie in der Türkei auch. Also es stimmt ja nicht, dass dieser Laizismus bedeutet, wir halten uns aus religiösen Dingen raus. Im Gegenteil, die Türkei hat ein Amt für Religion, ja, und schickt da auch, also ich meine, muss ich sie nicht katholisch machen, ja, ich weiß. Ich finde, es gehört nur noch mal hier dazu, dass wir sagen, ja, ja. Das ist alles total verlogen, also in der Türkei sowieso. Laizismus ist verlogen. Aber das ist verlogen, ne? Ja. Aber sozusagen, aber die Ebene, was bei den Menschen ankommt, ich darf meine religiöse Identität nicht leben, das zu unterdrücken und zu sagen, der Staat hat das Recht zu sagen, ja, bestimmt da drin in einer Bevorzugung von ganz bestimmten Religionen. Und deswegen glaube ich, dass es sehr gefährlich wäre, wenn wir hier dem Staat das Recht geben würden, zu bestimmen, was sozusagen Demokratie angemessen ist oder nicht. Sondern hier wir brauchen ganz klare Kriterien, dass das zulässig ist, was möglich ist, ohne einen Schaden anzurichten für andere. Das mit dem, was Sie gerade gesagt hatten, mit der staatlichen Förderung, das birgt natürlich aber auch ein bisschen Schwierigkeiten und Probleme, weil dann natürlich die Frage ist, okay, wer repräsentiert und wer wird gefördert? Die Gefahr besteht, dass eben dann Judentum und Christen, jüdische und muslimische Institutionen und Personen gefördert werden, die eben in den protestantischen Bezugsrahmen gut passen. Das ist das, was de facto im Moment passiert oder oft passiert. Viel interreligiöser Dialog zum Beispiel findet auch auf der Plattform eben von den liberalen Versionen dieser Religionen statt, was jetzt nichts gegen diese liberalen Versionen, also um Gottes Willen, aber das ist natürlich wirklich nur ein kleines Spektrum von dem, was es gibt, und es ist irgendwo auch ein bisschen sich selbst wieder bestätigend, beziehungsweise diesen protestantischen, liberal-säkularen Bezugsrahmen wieder bestätigend. Weil ein Dialog, der auf einer Ebene stattfindet, wo sowieso alles klar ist, wo sich sowieso alle irgendwie von vornherein über die Grundprämissen von was ist Religion, zum Beispiel das Verinnerlichte, ne, das, was im Herzen passiert, ist das, was ausschlaggebend ist und so weiter. In dem Moment, wo sich da alle irgendwie drüber einig sind, ist der Dialog natürlich so ein bisschen, fahl vielleicht. Oder gibt nicht mehr so viel Auseinandersetzungspotenzial. Und ja. Ich erlebe uns jetzt hier auf dem Podium doch mehrheitlich sehr religionsförderungsfreundlich. Das hat natürlich auch Gründe der Erfahrung. Ich würde jetzt gerne einen Augenblick die Anwältin des Teufels spielen, im doppelten Wortsinn, und sagen, gerade weil wir hier eine feministische Veranstaltung sind, wir haben es hier doch, wir reden im Moment von Religionen, die tendenziell patriarchal sind. Ja, oder nicht nur tendenziell, sondern tatsächlich, sie sind es. Judentum, Muslim, Islam wie Christentum. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir die Gegebenheiten so nehmen müssen, wie sie sind. Ja, wir haben halt, es gibt Traditionen, es gibt Gewachsenes, da kann man nicht drüber hinweg. Vergessen wir das mal einen Augenblick und entwickeln eine Utopie. Wäre es denn nicht vielleicht doch, gerade unter dem Aspekt, wir haben es mit Religionen zu tun, die jetzt nicht unbedingt die Interessen von uns allen hier, aber auch nicht nur der Frauen, auch der Männer vertreten und dogmatisch sozusagen beinhalten, wäre es nicht gescheiter, man würde einen echten Laizismus versuchen und sagen, Religion ist in der Tat das, was zu Hause stattfindet, in den Kirchen, in den Moscheen, in den Synagogen. Förderung braucht es da nicht. Macht auch eure Wohlfahrtspflege, wie ihr wollt, das braucht es nicht. Haben wir die Möglichkeit und ist es wünschenswert? Ich würde die Frage sozusagen, wer möchte anfangen? Welche von uns? Also ich glaube, den Sexismus, ich sage jetzt mal in den Communities,
würde das nicht jetzt auflösen. Ne? Also die Frage ist ja, ich rede jetzt mal von, weil wir jetzt über wir haben jetzt in erster Linie, wenn es um Fragen, wie fügt sich's ein, über Judentum und Islam gesprochen, über Judentum, oder ich spreche jetzt mal über die muslimische Communities. Das Problem, was ich sehe, ist, dass sozusagen wir das jetzt sehr stark am Verhältnis wirklich Staat und Religion ausmachen, wenn es jetzt aber wirklich auch um Fragen geht von ja, feministischen Zugängen, Perspektiven auf und so weiter, dann ist das große Dilemma, dass es eben einerseits ich glaube, da muss man sich nicht in die Tasche lügen, ein sehr, nicht nur patriarchal geprägt, sondern einfach sehr viel Sexismus gibt. Es wird viel auch mit biologistischen Thesen argumentiert, eben die natürliche sozusagen Veranlagung von Männern und Frauen und so weiter dann als Ausgangspunkt vermeintliche eben nehmen, um wirklich ungleiche Strukturen auch zu zementieren. Also ich finde, dass es für Minderheitenreligionen ja grundsätzlich die Frage ist, wie sie sich sozusagen in einem dominanten Kontext, also fördert man innerhalb von Minderheiten dann wiederum auch bestimmte hegemoniale Positionen und wie sind da die marginalen Perspektiven, die sich da sozusagen zuordnen. Das ist ein Grunddilemma, was ich finde, was die große Herausforderung ist, wie das zu diskutieren ist. Gleichzeitig ist es aber jetzt im Moment nicht so, dass, oder sagen wir mal, es verunmöglicht, ich würde es jetzt im Moment so beschreiben als eine Zustandsbeschreibung, bestimmte auch kritische Debatten zu führen, wenn also das Argument lautet eben permanent, gut, wir werden, ne, es gibt so massive Ausgrenzung, Diskriminierung und so weiter, jetzt stellen wir uns nicht auch noch hin und demontieren uns öffentlich sozusagen komplett und liefern noch die Argumente für Pegida und Co., um es jetzt mal ganz platt sozusagen zu. Das heißt im Prinzip, und es gibt natürlich auch eine Szene von Leuten, die sehr stimmgewaltig auch gemacht werden, die mit, sagen wir mal, so als Kronzeuginnen, mittlerweile ist das auch gendergerecht, auch Männer treten da auf und sind jetzt sozusagen mit so aus eigenen biografischen Argumentationen heraus, wird ein auch sehr ausgrenzender und auch zum Teil eben also sehr Ressentiment gelandet, ein bisschen zu rassistischer Diskurs, stabilisiert durch bestimmte Leute, die eben dann in großen Zeitungen, in Talkshows und so weiter eine Bühne kriegen für Positionen. Das macht Kritik an den tatsächlich auch sehr kritikwürdigen Zuständen sehr, sehr schwer. Also es ist einfach ein Dilemma, wo ich weiß nicht, wie das sozusagen innerhalb der jüdischen Community funktioniert, aber es macht Diskussion. Ich erlebe das oft, dass es dann halt eben ganz schnell so ein Gefühl gibt von, es ist nicht der Moment, ja, also so. Aber ich meine, das ist natürlich nicht befriedigend. Gleichzeitig habe ich auch überhaupt kein Interesse daran, einen Alice-Schwarzer-Feminismus zu bedienen, ja. Das ist also überhaupt nicht sozusagen, wo völlig klar ist, dass sich auch Diskurskoalitionen ergeben, das muss man einfach auch sehen in diesen antimuslimischen Diskursen, zwischen eben Personen, die für sich reklamieren, Menschenrechte, Rechte von Homosexuellen, von Frauen und so weiter im Blick zu haben und gleichzeitig extrem arrogant, paternalistisch herablassen, bis hin eben zu noch viel Schlimmerem argumentieren gegenüber muslimischen Frauen, überhaupt Muslimen im Allgemeinen. Das heißt, das ist, würde ich sagen, so das Setting, der Kontext, in dem es einfach sehr, sehr schwierig ist, weil man es mit verschiedenen hegemonialen sozusagen Strukturen zu tun hat, in denen man sich bewegt. Ja, also eine hegemoniale Struktur, die sehr patriarchal geprägt eben bestimmte Vorstellungen, also die man einfach die auch große Auswirkungen haben, jenseits der Frage, ob der Staat jetzt sozusagen Religionsgemeinschaften fördern würde oder nicht. Es gibt ja sozusagen einen Bereich, in den der Staat nicht hineinregieren kann, wenn es um Familie, wenn es um Beziehungen geht und soziale Beziehungen, ist ja nicht alles jetzt sozusagen staatlich regulierbar und wollen wir auch nicht. Aber das sind natürlich sozusagen die Räume, in denen es auch dieses Spannungsverhältnis gibt. Also insofern macht der aktuelle Diskurs und der Rassismus es nicht leichter, ja, religionskritisch oder sagen wir mal vielleicht gar nicht religionskritisch im Sinne von Ablehnung von Religion, sondern vielleicht auch feministische Positionen oder feministische Zugänge zu Religion intern zu debattieren. Ich wiederhole dennoch meine Gretchenfrage an Sie.
Religion fördern? Müssen wir das überhaupt? Wie gleich auch immer? Ja, sollen wir nur die, nur, sollen wir so, aber dann privilegiert man sozusagen die Ablehnung von Religion. Also das meinte ich vorhin, eine Position, sich mit einer zu identifizieren, die nämlich sagt, Religion ist irgendwie Unsinn, das ist Hokuspokus, diese Leute, ne, Opium fürs Volk und was es alles so gibt, das ist eine Position, warum sollte die denn nur gefördert werden? Dann fördert. Natürlich wird die sozusagen in dem Moment, wo Religion völlig abgelehnt und marginalisiert wird, wird diese Position automatisch gefördert. Ja, das ist der Punkt. Jetzt schon die konkrete Förderung. Wir haben im Augenblick, wir haben, Sie haben es erwähnt, Wohlfahrtsverbände, wir haben Investitionen in Unis, in evangelische und katholische Theologien und jüdische, jetzt haben wir natürlich auch muslimische. Ja. Kann man nicht einfach sagen, vielleicht geht es im Augenblick nicht, also das war so die Frage der Anwältin des Teufels. Im Moment geht es vielleicht nicht, aber wäre das nicht eine Perspektive für in 100 Jahren, dass wir das langsam zurückfahren und die Religion wirklich draußen halten. Ich sage ja nicht unbedingt, dass ich das teile. Ich frage nur. Gerade auf einem feministischen Podium. Gut, dann gehen wir aber weiter. Die Frage ist dann auch wirklich, was genau bedeutet dann Förderung? Ne? Also wie äußert die sich? Weil das, was jetzt Frau Schumann gerade beschrieben hat, mit dem, ja, dass man praktisch geknebelte Hände auch innerhalb der Religionsgemeinschaften dann hat, in dem Moment, wo das ganze Setting dermaßen von außen vorbestimmt ist und dermaßen aufgeladen und ja, man kann praktisch jetzt eine Muslima, die jetzt irgendwie ihr Kopftuch ablegen möchte, mal angenommen, jetzt nicht, dass das jetzt wünschenswert ist oder so, aber mal angenommen, sie möchte das tun, macht natürlich ein Statement, was weit über dem hinausgeht, unter Umständen, was sie sagen möchte und eben sitzt, platziert sich in ein Boot dann mit meinetwegen Alice Schwarzer oder weiß was ich wem. Und das ist natürlich ein Problem, also in dem Moment, in dem antimuslimisch-rassistischen Diskurs, den wir im Moment ganz viral und massiv haben, legt man natürlich allen diejenigen, die in dem Boot selber sitzen, also die Objekt der Debatte sind, irgendwie, man knebelt die Hände von denen oder man macht sie eigentlich ein bisschen mundtot. Weil egal, was sie sagen, egal, es wird immer in die eine oder in die andere Richtung irgendwie ausgelegt werden. Zwangsläufig. Ich gebe gleich fürs Publikum frei, ja, okay. Aber also, ich würde schon ganz gerne noch hier beenden. Gerne fangen Sie erst an, ja. Weil mir erscheint das so wichtig, ich finde es auch, dass man das ein bisschen differenzieren muss. Wir sind ja auch in einer ganz konkreten aktuellen Situation. Und das Fördern bedeutet erst einmal als Grundlage den Raum zu öffnen, damit die Dinge da sein dürfen, sich erst einmal entfalten können. Und ich will auch, dass Geld gegeben wird. Aber ich kenne die Kriterien auch nicht. Man muss da eventuell gucken, weil diese Kriterien müssen auch daran anknüpfen, zu sagen, dass die, die keinen Raum hatten, dass die mehr Raum bekommen. Das ist ja ganz selbstverständlich, sonst ändere ich ja nichts in der Realität. Ich kann es ja nicht sozusagen nach bekannten Mustern machen. Und das Entscheidende daran ist, dass wir nicht mehr von außen bestimmen, sozusagen, ob eben ein Kopftuch, ein Ausdruck von irgendwas ist, ein Symbol für irgendwas ist, sondern dass wir erstmal den Raum lassen, dass das zu sein, was es von denen ist, die es nun mal so für sich religiös oder wie auch immer bestimmen. Sie dürfen es auch ganz anders bestimmen. Ja, muss gar nicht religiös bestimmt sein. Diese Räume müssen erstmal da sein. Das andere ist aber das Machtgefälle, was wir in der Gesellschaft haben. Und da gehe ich dann wieder ganz anders damit um. Wenn wir zum Beispiel über diese riesigen Wohlfahrtsverbände reden, ja, immerhin 1,5 Millionen Mitarbeiter, die alle einer Kirche beitreten müssen, ja, und wo wir heute sehen, dass sozusagen in jedem Altersheim eine Aushilfskraft für 400 Euro erstmal einer Kirche beitreten muss, damit sie diesen prekären Job da überhaupt machen darf und ähnliche Geschichten. Da Schluss damit. So geht es gar nicht. Ja, da ist eine ganz andere, da geht's um Macht innerhalb eines Staates und einer Gesellschaft. Ich sag damit auch nicht, dass die Kirchen da gar nichts mehr machen dürfen. Aber eine Monopolstellung innehaben in der Erledigung staatlicher Aufgaben,
das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich einer Vielfalt gleichermaßen Raum schaffe, sondern da brauchen wir andere Lösungen, wo meiner Ansicht nach Kirchen möglicherweise auch einfach abgeben müssen und sich zurückziehen müssen ein Stück weit, um das Terrain zu bieten, dass diese Aufgaben auf das zurückgeführt werden, was sie sind, nämlich allgemein gesellschaftliche Vorsorgeaufgaben und da auch ihren Platz wiederbekommen. Ist schwer, das in der Kürze der Zeit zu machen, aber ich möchte nicht, dass das in eine falsche Richtung geht. Ich könnte natürlich jetzt vielem zustimmen und meine Kritik an den sozusagen patriarchat stabilisierenden Tendenzen von Kirche, da sind wir in vielen überein. Jetzt muss ich aber doch, weil ich jetzt die Rolle habe, auch die anderen Seite zeigen und sehen, wie Religionen auch Emanzipation gefördert haben. Also wenn ich mal zurückgucke, wie ist eigentlich feministische Theologie im evangelischen Bereich entstanden, muss man bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Das war von der Frauenrechtlerin Elizabeth Cady Stanton im Kampf ums Frauenwahlrecht, hat sie die Women's Bible herausgegeben, um zu sagen, unsere Gesellschaft, so wie sie strukturiert ist, ist eben keine neutrale, sondern eine, auch die auf christlichen, sogenannten christlichen Werten basierende ist, die gesagt hat, das Weib schweige in der Gemeinde. Die hat diesen Bibelkommentar rausgegeben, hat geguckt, wo sind Frauen, sind Lehrerinnen, Prophetinnen, wo haben sie Autorität und so weiter. Und das ist ein Emanzipationsprozess gewesen, der sozusagen in den 70ern wieder aufgegriffen wurde, bis zur Bibel in gerechter Sprache und heute, und das erlebe ich auch in anderen Religionsgemeinschaften, als Empowerment zurückzugreifen auf die Schriften, um für sich für gesellschaftliche Prozesse einzusetzen, Menschenwürde, Gleichheit, Gottes Ebenbildlichkeit, das sind ja auch religiöse Dimensionen, die da sind, die immer wieder sozusagen auch von den feministischen Theologinnen über die Jahrhunderte, kann bis ich als Neutestamentlerin da 2000 Jahre zurückgucken und immer wieder sehen, wie Befreiungsbewegungen tatsächlich religiös motiviert und mit Rückgriff auf die Schriften funktioniert haben. Und zu sagen, bleibt im privaten Raum, heißt im Grunde genommen Religion in den patriarchalen Haushalt zu stecken. Und das haben wir weiter lange diskutiert, was für Gewaltverhältnisse das sind. Also wir kommen da nicht ganz raus und es geht nicht ohne die Kritik daran und gleichzeitig zu gucken, was bedeutet das für einen Staat, auch als Bündnispartnerin, diejenigen zu haben, die kritisch ihre eigenen Religionen betrachten und im Dialog auch mit den Fundamentalisten und Fundamentalistinnen ihrer eigenen Religion zu stehen. Und das ist die Herausforderung, wenn wir aufs 21. Jahrhundert gucken. Mit denen haben wir es zu tun, die Pegida, die definieren, was christliches Abendland ist. Und dazu braucht man eine gut ausgebildete, an den Universitäten ausgebildete feministische Theologin, die sagt, nein, und euer Genderbild, das entspricht nicht dem, was, wie ich die Bibel lese. Also sozusagen, das ist für mich auch ein strategisches Argument, dass ein Staat uns braucht. Ich möchte ganz ehrlich, einmal ganz kurz dagegen, damit wir hier auch mal eine Diskussion, aber ganz kurz an einem Punkt. Es gibt ganz klar die emanzipatorischen Frauen, die aus allen Religionen hervorgegangen sind und die Großartiges geleistet haben. Die religiösen Institutionen sind nicht an sich emanzipatorisch. Das ist meine Gegenthese. Ja, und deswegen müssen wir das unterscheiden mit den die Institutionen. Und jetzt mache ich mal was aber ganz. Aber dazu brauchen wir religiösen Frauen den Staat, dass die uns unterstützen, unsere Institutionen zu kritisieren. Okay. Also. Aber ich sag mal was ganz Provokatives. Können wir vielleicht auch mal da genauer hingucken und es genauer diskutieren, ob die Situation, die wir heute haben am Arbeitsmarkt, dass Frauen so viel schlechter gestellt sind und dass Frauen in den pflegerischen Gesundheits- und Sozialberufen sich das gefallen lassen, könnte das auch etwas damit zu tun haben, dass die Kirchen in diesem Bereich so dominant sind? Nicht nur, aber auch? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Stoff. Ich hatte über Jasmin Schumann besprochen, noch eine kurze Replik. Ja, also ich finde... Ja, kurz muss sie sein. Ich finde es nur interessant, dass wir doch jetzt, also in den letzten Jahren gesehen haben, dass viele der Debatten, wenn es um die Frage ging, Religionsunterricht, Wohlfahrt und so weiter, dass da, wo Muslime gesagt haben, wir wollen das auch, es ganz stark den Standpunkt haben, nee, eigentlich wollen wir auch nicht mal, dass die Kirchen das haben, aber wenn ihr jetzt, also deswegen... Ne? Ja. Aber mit dem schwächsten Glied in der Kette zu beginnen, dann finde ich, dann ran an die Kirchen, bitteschön, wenn das erledigt ist, dann sozusagen, solange das nicht der Fall ist, solange es diese Privilegien gibt, müssen andere Religionsgemeinschaften daran partizipieren können, sonst bleiben die Dominanzverhältnisse einfach nur gewahrt. Das finde ich sozusagen, sollte man schon im Blick behalten. Jetzt sind wir
wir hier richtig in Fahrt geraten, aber die Energie lässt sich ja auch noch im Dialog auffangen. Also, es ist an Ihnen, Fragen zu stellen, zu kommentieren, vielleicht nicht unendlich lang, damit möglichst viele von diesem großen Publikum drankommen. Sie habe ich zuerst gesehen, danach Sie. Ja, stimmt das hinten in der letzten Reihe, von mir aus gesehen links? Ja, Sie. Okay. Entschuldigung, ja. Sind Sie dann die Zweite? Ist an. Okay. Heike Grünewald, ich bin Soziologin. Mir ist zu der Frage, die ich mir bislang nicht gestellt hatte, was wäre, wenn auch Deutschland ein laizistischer Staat wäre, möglicherweise, was gäbe es da für Verbesserungen? Und da fallen mir drei Dinge ein. Das erste ist die Ideologie des Leidens und des Opferns, die wesentlich der weiblichen Kultur zugeschrieben wird, wäre dann nicht mehr staatlich positiv sanktioniert. Das ist das Erste. Das Zweite wäre für mich die Wohlfahrtsorganisationen, die für mich Diakonie und was da alles so dranhängt mit den Institutionen, sind für mich demütigende, herabwürdigende Almosen, die da gegeben werden. Das würde wegfallen. Jedenfalls als staatlich regulierte und finanzierte Institution. Und das Dritte, was mich immer als Soziologin interessiert, woran ich arbeite, ist die Frage, inwieweit die sogenannte Liebe, die Nächsten, nicht eigentlich teilbar sein müsste. Das Dasein für andere müsste teilbar sein und einer neuen Gerechtigkeit zugeführt werden. Das heißt, seit dem Ende der Frauenbewegung war in den feministischen Gruppen auch der Kampf darum, wer ist jetzt Mann und wer ist jetzt Frau? Das heißt, welche Frau definiert Wirklichkeit und die Ansprüche, die eine Frau haben darf? Also die drei Sachen sind mir dazu eingefallen. Wollen Sie eine Replik hier vom Podium oder war es ein Statement? Ja? Wie Sie das nennen wollen. Okay. Sie hatten angeboten, man kann... Ja, ja, nein. Ja. Ich frage deswegen nur. Gut, dann lassen wir das so stehen. Sie werden dran. Hier vorne muss das Mikro hin. Also mir persönlich ist total zu kurz gekommen, dass man ja schon dadurch, dass man Religion fördert oder beziehungsweise in meinem Kopf katholische Religion, weil das so das ist, womit ich irgendwie mehr oder weniger unfreiwillig groß geworden bin, auch halt ja, super stark bedeutet, dass man Unterdrückung fördert. Und zwar, also wenn ich jetzt mir angucke, was bedeutet eine katholische Theologie in erster Linie, bedeutet das, dass Regeln gemacht werden von einer Religionsgemeinschaft, deren Werte ich wirklich im Innersten überhaupt nicht teilen kann, für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer kulturhistorischen Sache. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass irgendwie also Religion kulturhistorisch betrachtet wird und da Herrschaftsverhältnisse betrachtet werden und vielleicht auch, dass man in diesem Sinne Religionsunterricht, Aufklärungsunterricht macht. Aber ich finde, dass wenn man so ein plump Religion fördert, so wie das passiert oder wie ich das jetzt im Kopf habe, so katholische Religion, zum Beispiel, also dass meine Schule katholisch war und staatlich aber im Grunde getragen wurde, dann fördert man diese Machtverhältnisse. Und das, also finde ich, kann ich nicht teilen, so wie das jetzt im Podium gesagt wurde einfach. Frau Janssen, ich fürchte, Sie haben die undankbare Aufgabe, die Katholiken noch mitzuvertreten. Wunderbar, ich vertrete alle. Das tut mir ein bisschen leid jetzt. Ich finde das ganz, danke für den Beitrag. Und das zeigt nochmal so, wenn wir diese Diskussionen führen, wir sprechen nie über Neutralität, wir sprechen immer über eigene Biografien, Erfahrungen, Identitäten. Das finde ich nochmal ganz wichtig wahrzunehmen. Und dass wir auch noch auf einer Ebene sprechen, wir haben mit Institutionen Kirchen zu tun, die Dogmen haben, die unterdrückend sind und so weiter. Und wir haben es mit gelebten Religionsgemeinschaften zu tun und Einzelindividuen. Was fördern wir denn eigentlich? Und das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das unterscheidet sich im Zweifelsfall ganz stark. Und das sozusagen, ich kann sagen, wenn ich es andersrum mache, der Staat fördert auch genau die Kritikerin dieser kirchlich gewachsenen Strukturen. Und die wiederum ein Stück auch
Gesellschaft verändern, Religionsgemeinschaften sind veränderbar, auch der Katholizismus verändert sich, aber vor allen Dingen die gelebte Religiosität. Und für mich ist es wichtig, die zu fördern. Und da passiert sehr viel, auch wenn man jetzt gerade in diese ganze Flüchtlingsarbeit guckt, ganz viel sozusagen zivilgesellschaftliches Engagement findet in diesen Religionsgemeinschaften statt. Das sind die ersten Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen für diese Fragen. Und sozusagen die Institutionen, da teile ich alle Kritik und alles Unterdrückende, aber zu sagen, was wird gefordert, und das ist im Grunde genommen auch die gelebte Religiosität. Und da wäre ich dafür, sie zu fördern. Aber vielleicht sind wir da unterschiedlicher Position. Weil ich weiß nicht, was wir an diese Stelle setzen. Im Moment gibt es dann Leerstellen, gesagt, okay, Laizismus, aber da unterstütze ich sie sehr zu sagen, das fördert fundamentalistische Strömungen. Also wir sind nicht in einem neutralen Raum. Wir haben mit ganz viel religiös geprägten Menschen zu tun, unterschiedlicher Herkunft. Wo sind denn die Orte, wo wir in den Dialog treten können, wo wir Räume schaffen? Sie haben dieses Bild des Raums gebracht. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges. Das sind Kirchen, die müssen auch dazu ermuntert werden, sage ich so, diese Räume zu öffnen, weil wir über tausende von Jahren Erfahrungen im Dialog haben mit unseren eigenen fundamentalistischen Strömungen, mit unseren Frömmigkeitsrichtungen. Kirche ist ja wie so ein riesiger Dampfer, der sich auch ganz langsam in Bewegung setzt, aber das ist einer der wenigen zivilgesellschaftlichen Räume, wo Menschen aus allen Parteien sind, aller Herkunft, aller Geschlechter und sozusagen sich ins Gespräch kommen bei allen Unterschiedlichkeiten. Also und so erlebe ich andere Religionsgemeinschaften auch. Also wir müssen nochmal gucken, was wollen wir denn fördern? Und ein patriarchales Christentum will ich auch nicht fördern, aber die Kritik. Hier vorne. Ja. Mikro. Ja. Eva Quistorp, damit man weiß, wie befangen ich bin. Also ich komme aus der ersten neuen Frauenbewegung der 70er Jahre und gehöre zu den Mitgründerinnen der feministischen Theologie, sozusagen die Muttergeneration von Claudia, und freue mich irre, dass von unseren Anfängen 1977 jetzt sozusagen eine Institution da ist. Und das wollte ich auch gern Hanna und Yasemin sagen, weil da so eine Andeutung war, aber wir können doch nicht jetzt, wo dieser Pegida-Rassismus da ist, oder ihr hattet da sehr abstrakte Begriffe, ich fand die auch zu grob. Ich finde nicht, dass Religion oder ausgerechnet der Protestantismus dominant in unserem Land ist. Ich finde, es ist ein relativ offenes Land, in dem säkulare Strömungen der verschiedensten Art auch sehr stark sind. Sie sind evangelische Theologin? Bitte? Sie sind evangelisch? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, wieso? Ich hab das doch gesagt. Das Wasser, in dem wir schwimmen. Ich rede doch hier mit offenem Visier. Aber da ich mit offenem Visier rede, würde ich gern wissen, ich habe von euch beiden nicht einen einzigen inhaltlichen Beitrag bezogen auf feministische Kritik und feministisch-historisches Wissen zu eurer eigenen Religion gehört. Und das finde ich einen Mangel der Debatte hier. Ich finde, es hätte aus dem Katholischen, aus dem Protestantischen, von mir aus auch aus dem Buddhistischen eben jüdischen und muslimischen Milieu und soweit ich weiß, und damit lebe ich hier in Berlin schon länger, man kann doch nicht von den Muslimen reden. Du hast es angedeutet, wenn ich da du sagen darf, Yasemin, dass es die Dominanzprobleme in jeder Minderheit gibt. Wir hatten auch Dominanzprobleme in der Frauenbewegung. Und ich finde, dass grobe Vereinfachungen von der Mehrheitsgesellschaft zu reden, das spricht nicht über die Probleme, die es zwischen Aleviten, zwischen liberalen Muslimen, zwischen konservativen und reaktionären Muslimen gibt. Und was Claudia immer gesagt hat, natürlich gibt es reaktionäre Christen und auch reaktionäre fundamentalistische protestantische Gruppen. Aber es gibt ein starkes Milieu, siehe Kirchentage, die auf Dialog und Selbstkritik sich hin entwickelt haben. Und wenn ich euch empfehlen darf, die Situation mit Pegida darf nicht dazu führen, dass ihr in den muslimischen oder die hier ja auch nur in Deutschland Minderheitenreligionen sind, das sind ja weltweit überhaupt keine Minderheitenreligionen, ja, und wir leben in einer ziemlichen Weltinnenpolitik, darum da immer nur Minderheit zu sagen, finde ich auch wissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber die Situation bitte nicht zu nehmen, um zu sagen, nein, jetzt dürfen wir aber keine feministische Kritik in unserem eigenen Verein machen. Frau Quistorp, mein Eindruck ist, Sie haben ein bisschen selektiv zugehört, aber dennoch würde ich den beiden, das wurde sehr klar gesagt, die orthodoxe jüdische Haltung wurde hier thematisiert und auch Yasemin Schumann hat eben sehr klar gesagt, was es so alles an Rassismus, an Sexismus in der muslimischen Community geht. Aber wie auch immer, ich würde Ihnen Möglichkeit geben, das auch gerne zu wiederholen oder auszubauen. Habe ich das richtig verstanden? Sie beiden wollten sich anhängen an diese Frage oder vielmehr Ähnliches sagen. Dann würde ich sagen, formulieren Sie das doch vielleicht und dann können wir hier noch ein bisschen überlegen.
Dankeschön. Ja, also ich spreche jetzt aus einer queerfeministischen muslimischen Perspektive. Und ich würde nicht sagen, dass es keine feministischen Debatten über islamische Themen gibt. Zum Beispiel führe ich sehr viele Kopftuchdebatten, aber ich führe feministische Kopftuchdebatten, in denen es zum Beispiel darum geht, vor wem trägt man denn zum Beispiel ein Kopftuch, wenn man mal aufhört, das Geschlechtersystem binär zu betrachten, sondern zum Beispiel wie verhalten, also auch aus der Perspektive einer nicht binär identifizierten Person, vor wem trägt man dann zum Beispiel noch ein Kopftuch? Was ich aber in Deutschland mitkriege, was als feministische Kopftuchdebatte gelabelt wird, sehe ich eher als eine rassistische Kopftuchdebatte, weil es erstmal so ums Prinzip geht, Kopftuch ja oder nein, wo ich erstmal denke, es gibt so viele Muslimas mit Hijab, die sagen, nicht muslimische Frauen sollen aufhören, sie zu bevormunden und für sie zu sprechen, wenn sie von der Materie keine Ahnung haben. Und dass das trotzdem überhört wird, kann ich mit keiner feministischen Einstellung mehr vereinbaren. Ich finde, das ist einfach nur noch paternalistisch. Und wenn es wirklich um feministische Debatten gehen sollte, dann sollten Leute sich auch informieren und eben feministische Sachen Religion diskutieren und nicht aus einer Dominanzgesellschaft heraussprechen und Leute bevormunden. Also ich fand das hochspannend. Ich bin nicht religiös, aber ich fand das Plädoyer sowohl von Frau Jansen als auch von Frau Schumann, dass Religion wichtig ist und anzuerkennen ist, einfach weil es diese beiden Bestandteile hat, Sinnsuche und Vergemeinschaftung. Und in der islamischen Welt offensichtlich mehr auf das Tun geachtet wird. Das fand ich jetzt sehr spannend. Ich möchte noch mal eine Frage an Frau Schumann richten. Und zwar, wie sehe denn eine aus feministischer Perspektive eine Kritik an dem Patrialismus des Islam aus, ohne in die Fahrwasser eines schwarzer Feminismus, anti-islamistischen schwarzer Feminismus, noch in Pegida Wasser zu geraten. Wie sehe denn das aus? Ich möchte, gibt es da Vordenkerinnen? Gibt es da eine Debatte? Ich weiß, kenne die nicht. Ja, also das fände ich sehr spannend. Okay, ja, das waren jetzt einige Fragen ja direkt auch an mich. Also genau, erstmal möchte ich genau das noch, vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, ob es heute schon mal gesagt wurde, aber ne, Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Also wir sollten vielleicht auch, also diese Frage, inwieweit Religion nur Quelle von Übel und Repression ist, was sie in der Geschichte nachweislich immer war und auch ist weiterhin, aber sie ist eben, und auch das ist einfach anzuerkennen, für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Identität, Kraftquelle und so weiter. Und was es bedeutet in einer Minderheitensituation, und da ist trotz globalisierter Welt und so weiter, sind in Europa bestimmte Dominanzverhältnisse gegeben, wo auch die Muslime eine Minderheit formen, stellt sich diese Frage, was bedeutet das oder was für ein Identitätsmerkmal wird das? Gerade eins, was permanent unter Beschuss steht übrigens. Also ich meine, das ist jetzt auch keine, sozialwissenschaftlich gesprochen, keine Überraschung, wenn ein Teil meiner Identität permanent angegriffen wird, stärkt das im auch doppelten dieses... Im Sinne auch weltweit unter Beschuss steht, ne? Das kann man sozusagen, genau, also ist sehr komplex, aber zumindest dieser Aspekt, dass es da ja auch eine Islamisierung der Debatten auch hier gegeben hat, diese ganzen Integrationsdebatten, die sich so auf Muslime fokussieren, als wäre das auch die einzige sozusagen zugewanderte Minderheit und. Aber das hat natürlich auch was gemacht mit denjenigen, die sich als muslimisch identifizieren, weil das ein Teil ist, der, also wenn man sozusagen permanent damit konfrontiert wird, sich erklären zu müssen, warum? Warum macht ihr das? Warum isst du kein Schweinefleisch? Warum trinkst du keinen Alkohol? Und so weiter und so fort. Dann bringt das natürlich, also es wird zu einem wichtigen Teil der Identität, ob man möchte oder nicht. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und dann gibt es eben die das möchten, die das sozusagen nicht nur tun als eine politische Identität, als Antwort auf einen ständigen Angriff, sondern die das möchten. Und das ist, denke ich, auch wirklich nochmal klar zu sagen, dass das auch ein Menschenrecht ist.
diese Frage von Abweichung und Norm, also eben wie gesagt Religion, eben nur in repressiven Kontext zu diskutieren. Und Sie haben angemerkt, Frau Quistorp, wir hätten hier noch gar nichts gesagt über feministische Ansätze im Islam oder Judentum. Die gibt es natürlich. Ich würde und die gibt es sozusagen eine Diskussion, die sowohl in Deutschland, aber vor allem eben auch international in den USA, in Großbritannien, in Indonesien, in Malaysia geführt wird. Es gibt NGOs, Sisters in Islam ist eine große Gruppe, die sozusagen ganz viel Menschenrechtsarbeit macht. Und das Interessante ist, die Ansätze sind, ich muss jetzt ganz vereinfacht sprechen, ich bin auch keine Theologin, ne? Das referiere ich jetzt quasi als einen Diskurs, den es gibt. Es gibt verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, den ich auch nicht unproblematisch finde, aber der interessant ist, ist Religion und Kultur zu separieren als Denkfigur. Und zu sagen, es gibt sozusagen einerseits das, was Muslime machen, und das ist von Tradition, von auch Exegese, die patriarchal sozusagen geprägt, strukturiert ist und auch eben männlich dominiert war, über die Jahrhunderte geprägt. Und dann gibt es suchen diese Frauen einen eigenen Zugang und versuchen eine Relektüre der religiösen Quellentexte, insbesondere des Korans. Sie stellen sozusagen andere, also die Sunna, die Überlieferung, die auch wichtig ist, die Überlieferung eben der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, stellen sie zurück, weil sie sagen, das ist ganz klar menschlich tradiert, weil es eben die Überlieferungen sind, die Sprüche, die gesammelt werden. Der Stellenwert des Korans als Gottes geoffenbartes Wort wird nicht in Frage gestellt, sondern es wird ein anderer Zugang dazu gesucht. Das ist jetzt ganz salopp formuliert, bedeutet, dass halt eben darauf abgehoben wird, zu sagen, gibt es so etwas wie Grundprinzipien, die der Koran, wenn man ihn als Einheit eben betrachtet, postuliert, die, wenn wir den historischen, wirtschaftlichen, politischen Kontext, in dem dieses Wort Gottes herabgesandt wurde, berücksichtigen, eine klare Verbesserung der Position der Frau beinhaltete. Und wie, wenn wir dieses Grundprinzip entnehmen, das wird an verschiedenen Beispielen durchgespielt, zum Beispiel die Frage, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, mit der Zeugenregelung, also das Argument im Islam, müssen zwei, ne, also sozusagen ist die Zeugenaussage einer Frau nur halb so viel wert, da gehen islamische Feministinnen, die sich nicht immer so nennen, weil Feminismus auch als antireligiöses Konzept zum Teil verstanden wird und dann haben sie andere Begriffe, aber diese Frauen, die da so rangehen, ein Beispiel, ein Name wäre Amina Wadud in den USA, eine Islamwissenschaftlerin, die von Gender Jihad spricht, geht daran und sagt, letztendlich muss man sich ganz genau den Kontext angucken, auf den sich diese Regelung bezieht, der Zeugenregelung. Es ist ein ganz klarer Kontext genannt, nämlich dass es um Geldverleih geht, um wirtschaftliche Dinge. Vorher konnten Frauen gar nicht als Zeuginnen auftreten. Es wird sozusagen geregelt, sie können auftreten. Sie hatten mit Finanzfragen und Geldverleih, waren sie nicht involviert. Also war das nicht ihre Domäne. Wenn wir das übertragen, jetzt ganz verkürzt und schnell, auf heutige Verhältnisse, dann gilt das Prinzip der Verbesserung und überhaupt, dass Frauen Zeugen, also als Zeuginnen eben auftreten können, ist zu berücksichtigen. Also es wird so ganz kompliziert quasi hergeleitet, hermeneutische eben verschiedene, mit verschiedenen Methoden. Was aber ganz wichtig ist, und das ist quasi die Frage, wie wirksam wird das in der Mainstream-Theologie? Und das hängt dann sehr davon ab, auch wie angreifbar ist es methodisch. Deswegen wäre zum Beispiel die Frage, wenn Theologien sich etablieren, es ist natürlich der einfachere Weg ist zu sagen, die Religion ist, jetzt aus muslimischer Perspektive, der Islam ist anti-emanzipatorisch. Ich gehe einfach auf Distanz dazu. Aber es gibt eben einfach viele, die das nicht wollen, sondern die aus einer genuin islamischen Tradition heraus eine Geschlechtergerechtigkeit entwickeln wollen und das als emanzipatorisch begreifen und sich dafür eben verschiedene Methoden bedienen. Wie sie das tun, das ist eine ganz große Debatte, dazu müsste man eine eigene Veranstaltung machen und dann diese Theologinnen einladen, das kann dann nicht ich referieren, aber es ist sozusagen ein ganz komplexes Feld, weil sie diejenigen, die das auf eine sehr oberflächliche, ich sage jetzt mal ein bisschen auf eine sehr oberflächliche Art und Weise tun, sind sehr angreifbar, weil dann natürlich die etablierten Autoritäten das sehr schnell demontieren können und dekonstruieren können. Das heißt, es geht auch darum, da wirklich eine fundierte Methodologie zu entwickeln. Aber es geht vor allen Dingen um eine Relektüre aus,
weiblicher, so wird das häufig eben formuliert, Perspektive religiöser Quellentexte, die eben in der Tradition der Exegese männlich überformt worden sei. Haben wir den Vorwurf ausreichend abgearbeitet, dass wir hier zu unkritisch waren mit patriarchalen Tendenzen im Judentum und Islam? Geht es so? Dann würde ich Ihnen das Wort nochmal geben. Amina Wadud ist ein Name. Es gibt aber ganz, wie gesagt, es gibt ein ganz, also es gibt Kisha Ali in den USA, es gibt Zibamel Hosseini in Großbritannien an der SOAS, die also sozusagen die Rechtstradition, das ist die, die dann aus einer juristischen Perspektive und islamisch-feministischen Perspektive sich anguckt. Vielleicht mache ich mal kurz Werbung. Wir haben eine Ringvorlesung an der Akademie des Jüdischen Museums Berlin, die jetzt am 29. Oktober beginnt und dann bis nächstes Jahr in den Sommer geht. Alle zwei Monate haben wir eine Sitzung Judentum und Islam in der Diaspora und wir werden auch eine Sitzung haben zu feministischen Zugängen zu Judentum und Islam und wir haben Zibamel Hosseini und Judith Plasko, das ist der Ball an dich jetzt, eingeladen, die quasi ja, aus diesen religiösen Traditionen heraus feministische Zugänge präsentieren werden. Ich möchte dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe den im Vorgespräch schon gesagt und das fände ich eigentlich für uns nochmal spannend, darüber nachzudenken. Wir waren in der interreligiösen Basisfakultät der Frauen, die war auch wirklich paritätisch besetzt aus jüdischen, muslimischen, christlichen Theologen. Und wir haben uns so gegenseitig vorgestellt. Und dann hat die muslimische Frau gesagt, ja, was hier in Deutschland an muslimischer, feministischer Theologie ist, das ist so ein Anfang, aber international ist es viel weiter und Deutschland ist ja so konservativ. Dann hat die jüdische Frau gesagt, ja, also was wir hier haben und so weiter, das ist alles sehr konservativ. Aber international sind wir alle viel weiter. Da habe ich gesagt, oh ja, feministische Theologie in Deutschland, ich lese eigentlich nichts Deutsches mehr. Ich lese international. Also wie konservativ Deutschland ist und sozusagen, wenn wir über Religion sprechen, konservative Strömungen fördern. Also einerseits, das, also was braucht es eigentlich an Rahmenbedingungen? Ah gut, das ist spannend, ja. Also Entschuldigung, aber da muss ich ganz kurz, weil das ist natürlich die Frage, stärkt man, stärkt man die hegemonialen Perspektiven? Für den Islam in Deutschland kann ich das nicht sagen. Wenn wir uns angucken, wer sich an den Debatten hörbar beteiligt, wer kriegt, wessen Stimmen werden gehört, wer sozusagen ist wortgewaltig, dann sind das in erster Linie die islamkritischen Stimmen. Das muss man einfach so sehen. Es sind nicht die muslimischen Verbände, es sind nicht sozusagen die muslimischen Akteure, die aus einer dezidiert religiösen Position heraus argumentieren. Und wenn wir uns angucken, wie die Debatte damals mit Feresh Taludin lief, im Spiegel, ich habe mir das mal anhand des Spiegels, der lange über diesen Fall berichtet hat, Alice Schwarzer kam zu Wort, die ganzen Kritiker kamen zu Wort, Feresh Taludin kam selbst nicht zu Wort. Ja, und das ist eine Asymmetrie, die sozusagen, wo man sagen muss, es sind in erster Linie, also wenn man sich anguckt, wer wortgewaltig gefördert wird, es ist jetzt keine Förderung staatlicher Natur, ja, sondern da geht es jetzt um Diskursmacht. Aber kritisch auch feministische Stimmen, das wäre jetzt nochmal die Frage, weil es ging ja um den feministischen Diskurs. Wird der sozusagen gefördert? Ja, ich meine Necla Kelek, ich weiß nicht, ob wir die jetzt sozusagen als eine, aber es ist eine der bekanntesten sozusagen muslimischen Stimmen und aber sie wird als Muslim-Islam-Expertin eingeladen und als solche auch rezipiert. Seyran Atish ist auch keine Islam-Expertin, auch sie wird sozusagen, was sie über Scharia zu sagen hat, wird als, und ich weiß gar nicht, ob nicht auch in diesen Räumen hier gehört und gefällt. Also ich will nur sagen, da werden bestimmt... Aber spannend, Alice Schwarzer ist auch keine Theologin. Das heißt, wir überlassen den nicht-feministischen Frauen den Diskurs über unsere jeweiligen Religionen. Das ist doch irgendwie... Das muss geändert werden. Also, ja. Kann es sein, dass es keine weiteren Fragen mehr gibt? Doch, da. Es ist eher... Hätte ich gehört, ja. Ja, eine Anmerkung vielleicht. Meine Wahrnehmung ist auch genau die, dass, wenn in Deutschland über Religion geredet wird, da sehr wenige feministische Perspektiven drin sind. Also ich, oder wenn, dann sind es diese rassistisch angehauchten oder also sehr spezielle Strömungen. Und ich höre eigentlich sehr, sehr wenig wirklich über feministische Theologie in den Medien. Und ich meine, Sie haben zum Anfang gesagt, dass Sie eigentlich unter sich eine Einigkeit darüber haben, was feministische Theologien der verschiedenen Religionen wollen, worum es im Kern geht. Und ich frage mich, wenn da so eine Einigkeit da ist, warum kommt die nicht in der großen Politik an? Was fehlt da noch? Das liegt sicherlich, darf ich darauf kurz antworten? Sagen dann, ne? Soll ich?
Also eigentlich fühle ich mich da jetzt angesprochen, weil ich, soweit ich sehe, die einzige Journalistin auf dem Podium bin. Ja. Ja, da kann ich nur sagen, wie Frau Frings, nicht nur Juristinnen und Juristen sind Teil des Mainstreams, sondern Journalistinnen und Journalisten sind es auch. Wir nehmen das im Grunde nicht wahr. Also da ist schon ich vergröbere, ja. Aber in den großen Medien, soweit ich das überblicke, ist das schon geframed, steht da schon Rahmen da, sowas wie feministische Musliminnen, das gibt's ja gar nicht. Ja, das formuliert keiner, dann gäbe es nämlich Widerspruch, sondern es ist einfach schon als Bild da. Aber ich habe mir es eben gerade notiert, ja, mir ist selbst auch aufgefallen, dass wir da eine Leerstelle haben. Gerade speziell was Theologie angeht, ich werde mich jetzt bemühen. Also ich bemühe mich für mich und dann gucke ich mal weiter. Ja, vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Ja. Also ich habe da eigentlich mitgebracht, ein Zeitungsausschnitt ist irgendwo in meinen Karteikarten. Diese ganze Kritik, da war jetzt im September ein Marsch gegen das Leben und dann war es schön in der Taz, ficken statt beten ist besser und so weiter. Und dann heißt es, christliche Gruppierungen gegen sogenannte Lebensschützer und gehen sozusagen, also auch die Definition von christlich überlassen die Medien häufig den Fundamentalisten. Und das ist der Punkt, mit dem wir alle zu tun haben. Da heißt es nicht, christliche Fundamentalisten marschieren. Die sind in unseren christlichen Religionsgemeinschaften wahnsinnig marginalisiert. Das ist ein ganz großes Problem für die evangelische Kirche mit diesen fundamentalistischen Kreisen. Aber in den, ich sag mal, säkularen... Wachsen doch für die katholischen nebenbei. Ja, in allen Religionsgemeinschaften, so wie ich das wahrnehme. Und die Taz, jetzt, weil die lese ich und bin da solidarisch, sagt, die christlichen Gruppen marschieren gegen Abtreibung, gegen Homosexualität und so weiter und nehmen gar nicht wahr, was da an differenzierten Entwicklungen ist. Das heißt, wenn wir sozusagen den Säkularismus so fördern, wie er ist im Moment, geben sie den Fundamentalisten, die für sich definieren wollen, was christlich ist, sozusagen unterstützen sie noch, indem sie sie auch als christlich darstellen. Und ich sozusagen, oder eine Birgit Kelle wird in jede Talkshow eingeladen und darf noch definieren, was das christliche Menschenbild ist. Und ich als feministische Theologin, ich habe da wirklich ein ganzes Regal voll Bücher drüber geschrieben. Ich darf jetzt im Tagesspiegel schreiben. Ja, wunderbar. Aber sozusagen da nochmal einen Dialog zu fördern und zu sagen, warum laden wir nicht wirklich die Wissenschaftlerinnen, die Fachfrauen dazu ein, die Feministinnen, die wirklich eine Position haben und sich durchgekämpft haben über 30 Jahre mittlerweile mit diesen Institutionen. Danke. Dazu noch kurz zu Ihrer Frage. Wenn aus dem Publikum oder aus der Öffentlichkeit die Frage kommt nach feministischen Musliminnen oder Jüdinnen, dann ist der Subtext natürlich immer auch, okay, wo sind denn die Jüdinnen und Musliminnen, die, obwohl sie religiös sind, obwohl sie muslimisch oder jüdisch sind, trotzdem feministisch sind, das heißt nämlich genau das bestätigen, was wir hören wollen. Das heißt, ich bin automatisch in der Position, in der ich mich rechtfertigen muss und in der ich zum Beispiel, wenn ich über das Kopftuch gefragt werde, wieso hast du ein Kopftuch auf, obwohl du Feministin bist, muss ich irgendwie sehen, das Kopftuch dann doch so darzustellen, dass es eben passt, meinetwegen, nein, das ist irgendwie so ein feministischer Befreiungsschlag oder was weiß ich. Ich muss das irgendwie in den Bezugsrahmen sozusagen stecken, in einen feministischen Bezugsrahmen, der von mir gar nicht so gesetzt wurde, sondern der eben von einer Öffentlichkeit, von der Mehrheitsgesellschaft so definiert wurde. Und der das sind Dinge zum Beispiel, ja, aber das sind zum Beispiel Dinge, die ich jetzt aus der Perspektive, also aus der Situation des sich rechtfertigen müssen, gar nicht mit einer deutschen Öffentlichkeit unbedingt diskutieren für nötig halte. Das ja. Ich würde auch gerne noch mal einmal was dazu sagen, weil ich das für ungeheuer wichtig halte, dieses solange bestimmte religiöse Anschauen, nicht religiös, was weiß ich, solange sie so marginalisiert werden, wie sie das in unserer Gesellschaft werden, können sie sich auch nicht entfalten und kann diese Kultur auch nicht herausdringen. Und deswegen brauchen wir eben diese Räume und den Platz und die Förderung. Und das ist ein Prozess, der ändert ja nicht von heute auf morgen was. Die Medien folgen immer nur den ganz großen Sternen, die man sehen kann. Und das ist dann ganz klar, dass sobald diese Struktur bei uns so ist, und sie ist so, das ist nach wie vor so. Ja, wir sind auf deinem, ich habe heute viel dafür geredet, dass wir juristisch gesehen offen sind dafür, dass wir etwas verändern können, weil es möglich ist. Aber das ist noch nicht so.
Das wäre ein Missverständnis. Und das andere ist, das möchte ich gerne einfach zu der jungen Dame im Blond nochmal sagen. Ich habe nämlich großes Verständnis für sie. Ich arbeite am Niederrhein. Ich wundere nicht, aber ich arbeite am Niederrhein. Und ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, unter einer Dominanzkultur zu leben, die man sich nicht selber ausgesucht hat. Und das ist tatsächlich etwas, das ist eine Machtstruktur, wo man ganz klar mit ganz anders argumentieren muss. Es geht um Religion und Glaube, und Religion und Glaube soll Freiräume haben. Nicht die Kirche soll das Recht haben, das Leben von Menschen zu bestimmen, die gar nicht dazugehören. Ja? Und Einrichtungen zu betreiben, Schulen und Kindergärten, zu denen es keine Alternative gibt. Ja, katholische Eltern dürfen ihre katholischen Kinder in katholische Kindergärten schicken. Aber doch nicht so, dass ich mein Kind in eine katholische Schule oder Einrichtung schicken muss, weil keine andere da ist. Das hat überhaupt nichts mit Vielfalt von Religionen in einem Staat zu tun, sondern das hat nur etwas von einem kompletten Machtübernahme von Kirchen zu tun. Und da bin ich überhaupt keinerlei Befürworter von, ja. Die Veranstalterinnen haben uns dankenswerterweise noch ein paar Minuten mehr eingeräumt. Also wir können bis Viertel nach. Okay, Sie müssen. Gut, ja? Gut, das schaffen Sie locker. Das schaffen Sie locker. Also wir müssen das auch nicht ausreizen. Ich wollte es nur ins Publikum sagen. Es ist durchaus noch Luft da, um Fragen, Kommentare abzugeben und was auch immer. Hausfreundinnen werden jetzt erstmal nachrangig berücksichtigt. Sonst noch wer? Nein, Frau Kistos, Sie kommen ja ran. Ja. Oder habe ich noch jemanden übersehen? Hier vorne, Sie. Habe ich jetzt hinten jemanden übersehen? Hallo. Also bei mir ist es eben so, ich wollte noch eine Anmerkung machen. Das große Problem, das wir in den Medien haben, ist eben die Mainstream-Gesellschaft. Und wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, Feministin und gläubig, das sind zwei Dinge, die schon so in der Mainstream-Gesellschaft abgewiesen werden, vor allem wenn dann jemand sagt, zum Beispiel, er ist jetzt muslimische Feministin, wo die sagen, hä, was will die? Und das Problem ist aber, also, dass es in den mehr, also, es wird in den Mainstream-Medien in den nächsten, ich weiß nicht wie vielen Jahren, nicht eine Änderung geben, dass Stimmen irgendwie gehört werden, die gehört werden sollten. Was wir machen können, ist eben, einerseits Alternativmedien fördern. Es gibt Magazine, die gewisse Sparten eben abdecken, die da auch viel mehr Förderung brauchen würden. Und es ist eben auch wichtig, das auch einzufordern. Also entweder selbst in die Medien zu gehen und schaffen zu werden und es eben auch einzufordern von der Gesellschaft. Das Problem ist, die Agenda, gerade die wir haben, schreibt das eben nicht vor. Und da ist eben, also es ist gerade, also ich habe jetzt in der Sachbuch-Bestsellerliste gelesen, dass Mohammed eine Abrechnung gerade Nummer 1 ist, wo ich mir sage, okay, dann lasst uns Bücher kaufen, die in den Bestsellerlisten dann eine Konkurrenz bieten. Ja? Okay, das war's. Also ich wäre nicht so pessimistisch wie Sie, unter anderem wegen der von Ihnen erwähnten Alternativmedien. Da kriegen wir als klassische und Leitmedien natürlich auch einen für meine Begriffe gesunden Druck. Ich glaube nicht, dass es noch Jahrzehnte dauert. Ich bin da optimistischer. Aber wir werden sehen, wir werden es alle erleben. Frau Quisthoff, Sie wollten noch, und dann war da hinten noch jemand. Sehe ich das falsch? Okay, Frau Quisthoff. In dem Sinne eine Anregung, dass Sie den Tagesspiegel-Tisch öffnen wollen. Ah ja. Danke, ja nochmal Eva Quisthoff. Ich fand das irre spannend, dass Sie gerade ein paar Namen genannt haben. Das gehört eigentlich zu meinem Prinzip Feminismus seit 30, 40 Jahren. Das war eine unserer Methoden, dass wir nie nur über uns reden, sondern möglichst immer noch eine andere Frau beim Namen nennen. Und ich denke, wenn wir das auch wieder anfangen, das heißt noch eine andere Theologin, noch eine andere Juristin, noch eine andere Aktivistin nennen, das ist dann unser gemeinsames Wissen über Aktivistinnen oder Kritikerinnen zunimmt. Und
Also fände ich es schön, wenn die Böll-Stiftung daran arbeitet in der nächsten Zeit, dass einfach feministische Theologinnen aus allen Religionen bekannter werden. Ich stimme nicht nur, weil ich auch protestantisch geprägt bin. Ich bin als totale Minderheit am Niederrhein aufgewachsen, aber wirklich die totale Minderheit. Ja, darum weiß ich, was Dominanzkultur ist und habe immer Schwierigkeiten zu sagen, ich sei Teil der Dominanzkultur, weil ich habe 20 Jahre lang als totale Minderheit da im katholischen Niederrhein gelebt und bin als Hexe beschimpft worden und schief angeguckt worden und was einem dann alles angedichtet wird. Aber ich fände, wir könnten doch, ich fände es schön, also Yasemin und Hanna, wenn ihr eine Möglichkeit seht, dass wir, die wir hier sind, bereit sind, Räume zu erweitern und zu eröffnen, dass ihr nicht immer nur in der Abwehr und Hilfe, ich muss mich rechtfertigen und Hilfe schon wieder ein Subtext. Ich kenne die Haltung aus den Anfängen des Feminismus. Aus der Zeit kenne ich die Situation. Was uns aber nicht geholfen hat, ist ständig zu sagen, wie schlimm das Patriarchat ist und dass es dominant ist. Das hat uns nicht weitergeholfen. Also ein Ansatz, wie wir die anderen Diskussions- und Dialogansätze stärken, halte ich für fruchtbarer. Und darum schlage ich vor, im Jahr der Reformation, Weltstiftung Grüne, alle Mögliche, dass wir die eigene Religionsgeschichte Deutschlands und Europas dabei kennenlernen, denn ohne Wissen geht es nicht, finde ich. Es geht nicht ohne historisches Wissen. Es handelt sich nicht nur um Ideologie und Meinung, es muss historisches Wissen da sein. Und die Reformation war bestimmt davon, dass Frauen endlich die Klöster und einige Rollen verlassen konnten. Und warum nicht einen interreligiösen Dialog von Feministinnen im Jahr der Reformation? Nicht nur da, nochmal vielleicht auch noch als kleinen Literaturhinweis, es gibt eine sehr gute Zeitung, die heißt Inter, also INTA, wo jüdische, muslimische und christliche Frauen aus religiöser Perspektive schreiben. Also es gibt diese Alternativmedien auch und es gibt die Namen und die Gesichter, die dahinter stehen. Also sozusagen, wer das interessiert, die können nur überleben, wenn sie Abos haben. Also Inter, INTA, das ist ein Frauenname, haben sich ausgesucht, nicht die Zeitschrift für, das ist die ehemalige Schlangenbrot, sozusagen aus einer christlich-feministischen Zeitschrift, die haben gesagt, wir wollen nicht mehr so weiterarbeiten, wir öffnen uns interreligiös und das heißt, jedes Heft wird von einer Religionsgemeinschaft verantwortet und auch gemeinsam. Also sozusagen auch diese Dinge können gefördert werden, also diese Basisbewegungen, die da sind. Also Stichwort Reformationsjahr 1917 klingt natürlich, Quatsch, 2017 klingt natürlich verdammt nach Schlussrunde. Ich würde sagen, die leiten wir jetzt hier mit ein, aber Sie wollten noch eben gerade was direkt sagen, Herr Schumann. Ja, also das würde ich jetzt verbinden, genau. Ich würde schon sagen, natürlich der interreligiöse Dialog und auch unter Feministinnen und so weiter, aber viele der Diskussionen möchte ich erstmal mit meiner eigenen Community führen. Weil ich glaube, dass sozusagen bestimmte, also auch im interreligiösen Dialog gibt es Dominanzverhältnisse, auch unter feministischen Dialogprojekten gibt es Dominanzverhältnisse. Wer lädt ein, wessen Räume, wer setzt die Agenda auf und in welcher Asymmetrie bewegen wir uns? Ich finde nämlich schon, also bei allem jetzt sozusagen Schulterschluss, dass es doch einen Unterschied, auch wenn feministische, christliche Positionen viel zu wenig medial vielleicht vorkommen, aber das Selbstbild der Mehrheitsgesellschaft, ich sage es, oder der Dominanzgesellschaft, sagen wir vielleicht so, ist jetzt unabhängig, ob es das Selbstbild ist schon so, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein kultureller sozusagen Bestandteil des christlichen, manchmal auch christlich-jüdischen Abendlandes ist. Wie die Flüchtlinge, nein, es ist verlogen. Es ist verlogen. Das ist sozusagen, es ist Quatsch, genau. Das ist sozusagen der Punkt. Aber wir sehen, ja, aber Moment, jetzt kommen die Flüchtlinge gerade an, mehrheitlich aus muslimischen Ländern und dann heißt es erstmal, sollen wir denen das Grundgesetz übersetzen, damit die sehen, hier bei uns Mann und Frau gleichberechtigt. Vielleicht sollten wir 50 Shades of Grey übersetzen, das wird nämlich irgendwie, weil ich denke, ne, das ist doch auch interessant, darüber reden wir nämlich gar nicht, was sozusagen alles so an kulturellen, also was für Gender-Vorstellungen, Geschlechterverhältnisse und so weiter, Bestseller, die sich bei uns verkaufen, trotz Abwesenheit von Religion, wo bestimmte Geschlechtervorstellungen, ja, Mann haut Frau und dominiert sie und das wird von Frauen wirklich in westlichen, Mann mit Geld haut Frau, die Jungfrau ist und natürlich völlig unerfahren, das sind Bestseller und das gibt es in ganzen Buch
Baumarkt dafür. Das sind so Dinge, über die wird bei den Selbstbildern nicht gesprochen, sondern es wird halt eben ganz selbstverständlich von der CSU bis halt irgendwie weit hinein auch in linke Kreise mit einer Arroganz und einer sozusagen irgendwie völligen sich in die Tasche lügen eben ein Selbstbild aufgeworfen, was sozusagen da eben ganz klar Gleichberechtigung von Mann und Frau integriert als ins christlich, in diese Wertegemeinschaft sozusagen des christlichen Abendlandes. Das heißt, es ist schon so, dass unabhängig davon, ob feministische Positionen einen Raum haben, das christliche Selbstbild der Mehrheitsgesellschaft ein anderes ist als die Ausgangsbedingungen, die jetzt für ganz konkret über den Fall, über den ich spreche, für Muslime bestehen. Und insofern würde ich sagen, dass die Diskussion darüber, wie kann eine Kritik an bestimmten Zuständen sozusagen in einem Umfeld, was so stark eben von rassistischen Diskursen geprägt ist, stattfinden, ist nochmal eine, die braucht sozusagen auch interne Debatten und die möchte ich eigentlich nicht im Reformationsjahr führen, weil das sozusagen für mich schon wieder ein Framing ist, was wo wir sozusagen irgendwie, also ne, ich verstehe sie und den interreligiösen. Nein, es geht mir einfach darum, die eigene Positioniertheit sollte auch reflektiert werden, selbst wenn man meint, wir sind die Guten, weil wir alle feministisch links und sonst was sind. Das sollte, denke ich, einfach mal vor. Kannst dich lassen, gerade auch noch einen Satz dazu zu sagen. Ich habe gerade gestern den schönen Satz gelesen, es sei erstaunlich, wer inzwischen alles das Wort Patriarchat fehlerfrei aussprechen könne. Es ist an Ihnen, Frau Zuberi. Ich fand das Schlusswort gut. So, ja. Wie Frau Schumann. Sollen wir Jasmin einfach können wir von mir aus so lassen? Stehen lassen? Aber noch was verstärkend dazu sagen. Ich finde es toll, ich sag mal jetzt mal du, dass du das so massiv darauf hinweist, wie christlich geprägt unsere Kultur ist. Und das zeigt für mich noch mal umso deutlicher, wie wichtig wir religiösen Frauen sind, wenn wir über Säkularismus sprechen. Um eigentlich im Grunde genommen das aufzudecken und das sichtbar zu machen, das funktioniert ohne uns nicht. Jetzt sind wir nicht nur exakt, aber auch wirklich exakt eine Viertelstunde nach, also genau in dem Rahmen, den Sie uns gegeben haben, Frau Habe, sondern ich finde, wir haben auch, ich ja ein bisschen weniger als der Rest der Versammlung, leider, wofür ich mich nochmal entschuldigen muss, ganz tolle Zeit gehabt. Ich selbst habe als Kulturkatholikin und Agnostikerin noch eine ganze Menge gelernt, obwohl ich mich lange schon mit dem Thema, großen Themenfeld beschäftige. Ich denke, ich bin fast sicher, es geht Ihnen genauso. Und wir danken gemeinsam und ich ganz besonders für die selbstverwaltete Frauenrunde hier, die wunderbare Dinge gesagt hat und sehr engagiert diskutiert hat und auch Material gab. Vielen Dank Ihnen allen und Ihnen gute Fahrt zum Hauptbahnhof. Das schaffen Sie locker. Ja.